Also, ich würde schon sagen, die würden richtig krass spielen, aber bei League ist finde ich aber dreimal mehr, weißt du? Ja, Weil ihr habt also ja wirklich die Unterschiede am oberen Ende sind crazy. Ihr habt ja sprichwörtlich, also gar nicht böse gemeint, ihr hättet keine Chance. Nee. Und wenn Bayern spielen würde, besteht die Chance zum Beispiel, weißt du? Über aber wen ihr hättet gar keine. Wir reden über Cristiano Ronaldo und Messi. Ja, Ronaldo ist der bessere und? Ist er? Ja. Ich dachte immer, Messi wäre so viel besser. Nee, Jungs. Leute, nee, Ronaldo würde gegen Bayern 1 gegen 9 gewinnen. Alles gut, Jungs. Ist halt so delusional, wirklich. Ronaldo-Fans, geistkrank. Ist nicht Bayern der beste Fußballverein Deutschland? Ja. Wer? Bayern. Nein, Real Madrid, Bro. Der beste Fußballverein Deutschlands? Ach so, sorry, Deutschland. Ja, ja, hä? Doch klar, oder? Ja, nee, Ronaldo würde 1 gegen 9 gewinnen gegen Bayern, ja, ja. Spielt Ronaldo nicht in Saudi-Arabien oder so? Das ist korrekt. Ja. Ja, Ronaldo 1 gegen 9 gegen Bayern. Ja, nee, Faker gewinnt 1 gegen 5 ohne Mates. Oh. Das geht doch gar nicht um den Vergleich, Bro. Ich solo Bolo Faker so, ich hab's gesagt, mit meinem Fiss. Ja, mit deinem Fiss, der Surströmming, der regelt das. Das ist der 60% Winrate Fiss, ja? Also bitte, Freddy. Und mal ein bisschen Respekt hier. Gib mir ein gutes Matchup und das Ding ist super zahlt. Ich dribbel Ronaldo aus. So, das, ich habe nämlich auch Real Life gesehen. Ich hau agil, wendig, raus. Ich hab das letzte Mal laufen, war ich vor ein paar Monaten. Ich habe heute, keine Ahnung, 3000 Kalorien gegessen und ich dribbel den aus. So, den Weg bei Alex hoch, weißt du? Diesen Wirtweg zur Wohnung. Sag ich, da outsprinte ich Ronaldo so. Oh. Aber nur auf dem einen Rad, würde ich sagen. Hey, warum darf er jetzt nochmal? Was ist denn das? Das sind so kleine Cheats, die ich habe. Der Junge hat viel zu viel Glück heute. Fickt ihn. Der hat ja gerade zwei Bahnhöfe hintereinander bekommen. Ja, ist krank. Nee, eine blaue und einen Bahnhof hat er gekriegt. Das ist krass. Eine Frage noch zu League. Ja. Fizz Yasuo. Kann ich das gewinnen mit Fizz? Extrem miserabel für Fizz. Danke. Danke, Chat. Also, so. Also extrem miserabel. Danke, weil ich kann ja nicht traden. Seine Passive ist ab und dann, während ich das Ding procke, haut er mir den Wirsing ein. Wenn du Head kommst, kann der Yasuo nichts machen. Aber wenn du nicht super Head bist, bist du komplett chancenlos. Danke. Und Yone? Yone ist auch sehr schlecht für dich. Danke. Oh, ich ja. Für Fizz sind alle Matchups eigentlich sehr schlecht, außer ein paar wenige. Und wie du die Matchups gewinnst, ist einfach nur, dass du lucky irgendwo einen Kill abstaubst und dann einfach den Stat checken kannst. Ja, ja, okay. Ja, okay, danke. Ja, gut. Ist Yumi nicht besser als Yasuo? Ja, genau. Yumi ist sehr stark, ja. Schirmi, Liebe, vielen, vielen Dank. So. Sind jetzt alle Blauen schon weg? Back to business. Wenn ich einen Wunsch habe, nicht bei Freddy in die Straßen rein. Ja, aber... Oder fangen wir nur von vorne an, Freddy. Hat Ryrex jetzt direkt eine Hypothek auf seinem Schuh gemacht? Ja, scheiße, die Scheiße. Ja. Er hat direkt gecheckt. Mate, aber warum? Weil der mehr drin ist und du drin ist. Und ich lass es los. Aber verkaufst du sie dann direkt? Ja, wenn du mir Taui gibst. Nee, was? Wieso ein Taui? Wie sie sind Hypothek drauf, sind völlig nutzlos. Ja, dann 900. Wollen wir nochmal neu anfangen, Freddy? 900? Ja, aber dann fehlt dir nur noch einer. Kannst mit Mert handeln. Ja. Und da hat er noch viel über zum Handeln. Das stimmt. Also, Freddy. Das ist terrible. Ich hab nur ein. Das ist Desaster hier. Wollen wir nochmal von vorne anfangen, Freddy? Nochmal die Hand reichen? Wir fangen von vorne an, ja. Okay, alles klar. Super. Du hast jetzt schon mal eine Orange, das ist doch schon mal gut. Und Pink, genau. So. Das ist schon mal gut. Aber komm, lass mich bitte in Orange. Wichtig. Freddy, bist du E-Sportler? Wie bitte? Ich bin du nicht, ein ja. E-Sportler? Achso, du meinst Freddy, achso. Ich war E-Sportler, mittlerweile bin ich einfach nur Streamer. Hm. Wir spielen noch semi-professionell, aber lang nicht mehr auf einem soliden Level. Ja, mir wird gerade gesagt, dass du der krasseste bist in LOL. Bin okay, aber es gibt schon sehr viel bessere mittlerweile, würde ich sagen. Die besser sind das E-Sportler? Nee, bitte? Die besser sind das E-Sportler? Das sind E-Sportler. Mach Hypothek drauf, Mert. Verbrannte Erde, mach Hypothek drauf sofort.
Mhm. Ich will jetzt die Orangene, bitte. Ist die Orangen sogar? Die 7? Stark. Nice. Das ist, glaube ich, genau die, die Danny nicht hat, ne? Genau. Aber LOL kann man nicht alleine spielen, ne? Man braucht immer 4 Leute. Also im Teambereich musst du immer zu 5 sein, ja. Weil diese Koordination, dieses Zusammenspiel ist so wichtig. Okay. Dass du dich halt gut absprichst, dass jeder weiß, wo er sein muss und so, das ist das Wichtige. Hätte Danny eine Chance gegen dich? In einem 1v1? Ja. Ja, Freddy? Ja. In einem 1v1 kannst du 1 aus 10 gewinnen, würde ich sagen. Unseren ersten Berührungspunkt hatten wir damals, als ich random gesagt habe, in einem guten Game von mir, dass ich Freddy herausfordere zum 1 gegen 1. Und da hast du, glaube ich, davon mitbekommen im Stream, hast zugestimmt. Und wir haben es noch nicht gemacht bis heute. Ja. Also ich glaube, du kannst so 1 aus 10 gewinnen. Danny, Ding Call, Bruder. Danny, ich hab Ding Call. Ja. Du packst in eine Win-Challenge, Sieg gegen No Way. Ist das krank, ich gewinne niemals 1 aus 10, also... Also, oh mein Gott, ja, Anubis! An. Also wenn wir denselben Champion spielen, gewinnst du, glaube ich, 1 aus 10. Bitte. Wenn es dein Champion ist. Welchen Champion würdest du nehmen, Danny? Fizz halt. Mit Fizz, mit Fischi? Also 1 aus 10 ist aber sehr lieb von dir, Freddy. Das ist schon sehr, sehr lieb. Hilfe. Gegen Faker gewinne ich auch 1 aus 10, wollen wir uns. Ja, du, aber du bist ja auch näher dran an Faker als ich an dir. Nee, ich bin ganz weit weg von Faker. Aber näher als ich an dir. Du von mir weg bist. Nein, ach Quatsch. Du kannst Bonnie bei uns gewinnen. Bonnie, du kannst dich wirklich gewinnen. Quatsch, Freddy, ich bin weit von dir entfernt. Also, Freddy. Gigabyte. Ja. Glaube ich nicht, oder? Hier suchen Leute ein paar Komplimente, ne? Wenn Faker eine 10 bist, wo bist du? Also auf einer 1 bis 10 Skala. Faker eine 10 ist. Ja. Ich sag eine 8. Wo würdest du dich selber sehen? Wahrscheinlich eine 7,5 bis 8, würde ich sagen, ja. Ja, und wenn du eine 10 bist, bin ich eine 5. Oh, eine 4, maybe. Und wir sind sehr weit auseinander. Ja, aber schau, dann hast du ja, Faker ist die 10, dann bist du ja genauso weit weg von mir, wie ich von Faker. Und ich kann gegen Faker auch 1 aus 10 gewinnen. Ich habe schon gegen einen Iron-Spieler in 1v1 verloren. Da habe ich Yumi gespielt und er Yasuo. Ja! Das ist krank. Ach, du siehst vorher deinen Gegner nicht, was er nimmt. Ist das krank. Boah, das ist aber auch. Also, wie kannst du das verlieren? Als Yumi. Oh, den Vergleich jetzt sowieso. Ja, also, Yumi ist einfach. Yumi ist praktisch ein Champion, der designed ist, dass er sich auf einen anderen Champion draufsetzt. Ja. Das heißt, sie ist alleine praktisch kein Champion. Die ist wie ein Minion praktisch. Mhm. Sondern die sitzt auf einem anderen Champion, heftet die sich an und dann ist sie stark. Das heißt, wenn du Yumi ist praktisch der schlechteste individuelle 1v1-Champion im Spiel. Dann kann man auch kein 1v1 gewinnen. Aber das ist halt, wenn du halt gegen einen Iron-Spieler spielst, dann kann der halt deinen Champion dann aussuchen praktisch. So, okay. Können wir mal kurz darüber reden, wie gut ich hier dastehe? Also ich... Können wir darüber reden, wie beschissen ich dastehe? Boah, ich brauche jetzt einen Gamecrash sofort. Finde ich gerade. Können wir mal bitte einen Gamecrash Häuser bauen, hier, bitte? Ja. Das ist das Prinzip von Monopoly. Irgendeiner das ist unser Spiel. Irgendeiner steht gut da, die anderen stehen schlechter und die anderen, die schlechter stehen, hoffen am Ende auf einen Gamecrash. Und wir bleiben so lange, wir spielen so lange, bis das passiert. Das ist so krank. Und das passiert eigentlich immer. Anubis, sofort. Was willst du noch kaufen, Mann? Oh. Rot ist da auch drinne, die Seuche. Junge, er ist wirklich überall drin. Danke an Petros. Bitte. Zacke, Mann. Crash und einmal bei nicht. Glück wird jetzt nicht crashen, Digga. Oh, ich hoffe, es crasht so sehr. Alter, Danny hat ja alles. So, das und gefällt mir gar nicht. Aber du kannst froh sein, dass wir jetzt eine neue Base haben. Wir fangen ja von vorne an. Und ich fast alles. Und ich werde mich bemühen, wow, ein guter Verhandlungspartner zu sein. Das weiß ich sehr zu schätzen, Danny. Oh, mhm. Das sind Worte. Aber warum hast du jetzt überall Hypotheken drauf? Ist das ja so die Meta? Oder? Nee, guck mal, ich hatte eben kein Geld. Wenn ich jetzt auf Gelb drauf komme, kann ich es nicht kaufen oder auf Grün, weißt du? Ich kann's. Ah, das ist echt. Oh, no, 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 oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich brauche jetzt okay, das aber ein Gamecrash sofort. Das ist ein Game Over her. Jungs, drückt alle Tasten. Dann, wie er direkt aufsteht und sich nach vorne beugt und auf einmal ernst spielt, ja? Ist das heftig. Ein 1er Pasch hat ihn belebt, ja? Jetzt drücke ich ernst die Leertaste. Oh, nee, oh, nee, oder? Oh, nee. Oh, knapp. Medica. Stark. Boah. Jungs, mit mir kann man reden. Ab ins Gefängnis. Ey, Freddy, hast du schon Earnings in LOL? In LOL? Ja. Wie hoch?
mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich. Also nichts Besonderes. Also so müsstest du so 70.000 Euro. Ja, so was so. Weißt du, so okay. Ja, 60.000, 70.000 ungefähr, ja. Ich habe letztens meine ersten 1.000 Euro bei Fortnite geholt. Weißt du, wie nice, glücklich ich bin? Nice, das Orangene. Ihr könnt 1 zu 1 straight machen. Bei Amaz Cup? Ja, genau. Ja, der ist richtig cool, Amaz Cup. Oh, der letzte aber war ich richtig geil, wo wir alle unten waren. Ich hab immer Reapers bekommen und der ist halt echt scheiße. Der Mert, mein Bruder Herz, machen sofort den Sack zu. Was denn, was ist das? An die Orange fehlt es doch. Orange, oh nein. Orange hat doch schon jeder. Freddy, ja, wichtig. Freddy. Ich hab schon Orange, ja. Freddy, Freddy. Lass dich nicht handeln, die. Egal, Freddy hat die grün. Freddy kann man auch glücklich machen, Bruder. Freddy, wir holen uns jetzt grün, ja? Mein Lieber? Wir holen uns jetzt zu dritt grün und ja, dann mach ich doch alle glücklich. Mach ich den Deal. Wir holen uns jetzt grün und dann lassen wir Matze im Dreck sitzen, okay? Ja, finde ich gut. Das was macht man nicht. Deal. Ja, gut. Boah, ich brauche jetzt aber Diesmal habe ich kaum Straßen gekriegt, leider. Außerdem? Ja, die ist schon weg, ne? Okay, okay, gibt's da einen Unterschied zwischen WoW und LOL? Boah. Ja, ein Riesenunterschied. Das ist einfach nicht. Ganz andere Spiele, also. Achso, das ist geil. Krass, für mich. Ja, das ist ein komplett anderes Spiel. Das eine ist ein MOBA und das andere ist ein. Hier, wie heißt. Was ist WoW für ein Genre? Ein MMORPG, oder? Ein MMORPG, genau. So. Jungs, das muss ich. Praktisch, also das eine ist praktisch 5 gegen 5 und du zerstörst das Gegner Hauptgebäude. Und das andere ist Leveln und Looten. Ach, in der so, großen ja, offenen Welt. Ja, so wie GTA-mäßig, ne? Let's rote. So, lass uns mal kurz über das Business hier reden. Ich hole mir jetzt. Ob das Glück Ihnen hold ist. Okay. Ja, meins. So. Freddy, kann ich dir was Gutes tun, mein Lieber? Ja, was willst du denn von mir? Ich habe ja leider nicht so viel. Ich grade hätte gerne Orange zum Beispiel. Für was? Aber ich will. Nee, ich will nicht unsere schöne Basis wieder kaputt machen. Ich will nicht respektlos sein. Wir brauchen erstmal grün für dich. Wie wär's? Ja, wir können blau und. Mit hellblau hast du gar eins, ne? Nee, hab ich leider nicht. Oh, das ist grün. Grüne. Ich meine orange für grün und ich muss halt ein bisschen was drauflegen, nehme ich an, ne? Danny, stell dir vor, ich krieg blau. Mach ihm mal ein Angebot. Mach ihm mal ein Angebot, Freddy. Ja, dunkelblau, ja, wird schwer. Also, es fehlt noch grün. Also, wie viel willst du denn? Also, wenn ich dir orange gebe für grün, was willst du da noch drauf? Freddy. Oh mein Gott, ich hab blau. Danny. Warte, orange was? Ist die beste Straße. Die letzte blaue. Oh, nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist so knick. Mert, komm. Wir sind frei von allen Vorurteilen. Du würfelst jetzt, machst mir ein Angebot und dann, ne? Wir sind. Oh. Ich weiß halt nicht, ist grün ist mehr wert als orange oder ist orange besser, weil es so ein gutes Stats ist? Orange ist besser, orange ist besser. Aber wenn du Geld hast, um auf grün zu bauen, ist grün krass. Orange ist besser. Also würdest du es 1 für 1 tauschen? Mach mir ein Angebot, ja. Wahrscheinlich schon. Aber was habt ihr denn? Ich möchte für eine neue. Jeder hat halt zwei, dann können wir schon anfangen zu Ich möchte für eine neue Base sorgen zwischen mir und Freddy. Wir haben eben im Monopoly nicht den besten Start gehabt. Und deswegen würde ich auf jeden Fall versuchen, das alles besser Digga, zu machen. Digga, du schämst dich kein bisschen, du verarschst ihn gerade. Was? Wie verarsche ich ihn? Wieso verarscht er mich? Hä? Okay, Freddy, eine Frage. Warte. Und ab. Du weißt schon, dass grün. Verlass dich doch nicht reinreden, Freddy. Sind wir geschätzt oder nicht? Ja, okay, dann lass mich doch Ihnen kurz mal etwas hinweisen. Ja? Weil ich finde es ungerecht, dass hier neue Spieler verarscht werden, ja? Von einem verfickten portugiesischen Scammer. Grün ist doch noch offen, Bro. Ja, und er hat zwei Stück. Orange, noch, orange ist nicht offen. Ich doch, habe oder? Orange. Hä? Ja, ja, klar, aber also genau. Und grün ist noch offen. Das heißt, also du musst ja. Freddy versteht es. Mit den Orangen. Ja, Freddy versteht es. Ich kann ihm orange geben. Mach ich doch nicht. Ja, aber machst du ja nicht. Denn? Du bist ja nicht dumm. Bist du nicht dumm? Ja, okay. Wenn er mir rot gibt. Bist du nicht dumm? Ich geb dir gar nichts. Okay. Ich biete dir das jetzt mal an, ne? Ich weiß, dass Orange ist die rechnerisch beste Straße in Welt. Also ich hab's gesagt, Digga. Ich hab's gesagt. Norway, hast du gerade nachgedacht? Ich bin kein Scammer. Norway, hast du gerade nachgedacht? Schau mal bitte, welche Straßen Danny hat und welche Mert hat. Was du jetzt machen kannst, was die machen können. Und ich trete die Base mit Füßen. Digga, Danny hat keine Gardine, Leute. Danny hat keine Gardine. So, mein Bruder, jetzt wo willst du aufwärts? Ist mir egal, ich brauch Geld. Aber die können doch noch gar nichts machen. Natürlich! Die können doch Orange gegen Rot tauschen.
Mert, ich geb dir was. Ja. Mert, ich nehm Rot. Ja, aber das ist doch ein super schlechter Trade für Danny, weil er 2-2 hat. Gib mir einen kleinen Taler zum Bauen. Geb dir einen kleinen Taler, mein Bruderherz. Mein türkisches Bruderherz, ich geb dir. Was du möchtest, gebe ich dir. Der hat auch schon 2 Pinker, der auch. So. Ja, ist vorbei. Wir können loslassen. Wir können es beide bauen. So. Ja, es geht ja in die Dings gleich, ne? Darfst du ja nicht vergessen. Und was geht's? Naja, die werden fahren. Warum? Die können beide bauen, die werden fahren. Ja. Ah, ich hab eine vergessen, oder? Scam, Digga, der macht das immer so unauffällig, ne? Gib mir ein bisschen was zum Bauen. So, du hast Hypotheken noch, Mert. Komm, bitte. Sag mir eine Zahl, Mert. Ich hab an 350 gedacht, ich sag dir ehrlich. 300 und das Ding ist gut, Mert, komm. 350, bitte, Bruder, komm. Mert, nein, ich lass mich jetzt nicht schon wieder ficken. Man muss mal lutschen bei dir, ja? Digga, man muss so heftig lutschen Digga, bei dir, du bist aber wieder gierig. 350, Junge. Du bist aber wieder gierig. Du hast Hypothek auf Geld. Du hast grad deinen Freund gescammt, Junge. Du hast die Straße doch geschenkt bekommen. Warum macht ihr denn das? Das ist ja voll der dumme Tausch. Also ihr spielt ja gar nicht, um zu gewinnen. Danny, warum machst du denn das? Also nur für mein Verständnis, warum hast du das gemacht, Danny? Ach so. Ja, die können doch bauen, ich spiele noch 1 gegen 1. Stimmt, du hast recht. Das war voll, ja eben, aber warum macht er denn so einen schlechten Trade für... Also Danny, hör auf damit, Junge, hör das Mert, auf. Mert, ich lass mich jedes Mal ficken. Ja, also, du fickst dich gerade selber, was machst du denn? Mert. Du gibst ihm 2 Straßen für eine und dann gibst du ihm noch 350? Mert, kommst du mir einmal gegen 300? Es ist, also das ist ja bodenlos, ey. Wir brauchen Game Crash sofort. Hoffentlich bauen die Game Crash rein. So, das ist nämlich super zahlt hier alles. So. Ich werde erst nochmal, wer ist denn das Schiff? Das ist Scherix. Das ist sehr unwahrscheinlich, oder? Nee, ich mach Bankrott bei dir, alles gut. Baue ich jetzt schon? Warum willst du warten? Ich baue noch nicht. Was war das doch? Das Wetter oder was? Ich baue noch nicht, oder, Chat? Ich jetzt noch auch noch nicht wir, bauen, ja. Sondern warten, bis jeder bauen kann, ja. Ich baue ein bisschen. Mach 300 wenigstens. Ich baue ein bisschen, ich baue 1. Chat wegen Orange, mehr bock ich Orange. Und ich bin davor. 2, 4, 5. Ja, Bruder, du brauchst nur 2, 4, 5. 2, 4, 5 ist schon unwahrscheinlich. Du würfelst doch jetzt noch, oder nicht? Nee, ich würfel nicht. Wir kommen uns eh nicht drauf, Bro, alles gut. Ja, aber halt, also ihr spielt schon, um zu gewinnen, oder? Ja, aber Freddy, die haben doch... Freddy, ich hab unsere neue Base an die Füße getreten. Aber, ja, das aber Freddy... Hast du schon. Ja, aber die spielen doch 1 gegen 1 jetzt. Ja, aber das ist, ja klar, sie spielen 1 gegen 1, aber Danny hat so einen ineffizienten Trade genommen, dass er einen riesen Nachteil hat. Ja, er hat die beste Straße abgegeben und gleichzeitig 2 und noch super draufgezahlt. Das war halt, das war so dumm. Also ich hab die meiste Runde mit Rot gewonnen. Er hat, aber guck mal, Freddy, er hat doch 2 Pinke, das sind so, glaube ich, 120 pro Hypothek und seine blaue Hypothek, das sind auch nochmal 300, also kann er alles vollbauen. Ja, klar, aber trotzdem war der Trade, also er geht absichtlich ins 1v1 und gibt sich einen Nachteil. Weißt du, schau dir Mert an. Ja, Mert kann aber auch, ja. Also, weißt du, das ist, was ich nicht verstehe. Also, Danny hat praktisch alle Karten in der Hand, wenn er nicht diesen Trade macht. Und er macht den Trade und jetzt ist er in der Situation, wo er behind ist. Du hast alle Karten in der Hand, du hattest alles. Du hast jetzt alles gehört. Alles machen können. Ich hätte ihm keinen einzigen Cent geben sollen, damit hast du absolut recht. Du hast schon recht, Freddy. Kein einziges Cent dafür bekommen. Also wenn du fürs Gewinnen spielst, war das sehr dumm. Und wieder lasse ich mich besülzen von Mert. Wieder. Mert, du wirst sehen. Mert hat mich schon wieder abgezogen. Schon wieder, weil ich sofort bauen möchte und gierig bin. Ja, jetzt wo Freddy das anspricht, hat er recht, ja. Freddy hat absolut recht. Ich hätte, also der Trade an sich war, also bei der Straßenzone war fein, aber nicht mit Geld auch on top. Genau. Weil ihr 1-1 weiter bauen Also mit Straßen kannst du machen, aber also Geld war auf jeden Fall ein Riesenfehler, ja. Geld war, ich bin aber wirklich... Aber auch mit Straßen hättest du nicht machen müssen, ne? Also Orange musst du ja safe kriegen.
Denn oh. Du hättest gar nicht tauschen müssen, weil du so ahead warst, weil du so viel Straßen hattest, weißt du? Würfel Freddy. Oh. Oh, oh nee, scheiße. Na, das richtig. Ist nicht, da bin ich. Nee. Oh, richtig. Sicher erstmal noch. Oh, lass mich da jetzt nicht raufkommen, jetzt mehr bitte. Mehr auf Rot, sag ich. Oh mein Gott. Ja, ich gönn ihm das, wenn ich auf Rot lande, sag ich dir. Ich brauch den kleinen Taler auch. Oh mein Gott, lass mich. Lass mich jetzt bitte einmal, das ist so, die Odds sind so. Die Odds sind so niedrig. Sie sind so niedrig eigentlich. 3 oder 4. Das hättest du jetzt so richtig verdient. Oh ja. Mein Gott. Digga. Oh, wichtig. Okay. Oh nee, oder? Oh nee, Bert. Heftig, Bruder, ich sagte voll ab. Heftig, ja. Oh nee, oder? Oh Mann. Mann. Ah, das habe ich doch mit Herz. Mein Genickbruch. Jetzt gehe ich aber auf Danny drauf. Du hast die Hypothek pink und blau, Bro. Ja, weiß ich doch, mein Lieber, weiß ich doch. Ja, ich versuche dir zu helfen. Ich bin ein Finanzberater, Bro. Nein! Nein! Oh, ja! Oh, das war wichtig. Jawohl. Nee, war nicht relevant. Was hat er gemacht? Wait, what? Ich hab auszusehen eine Hypothek wieder freigekauft. Sehr schlecht von mir. Das Haus ist es hier. Oh, scheiße, Alter. Oh, ich werde das so absaften. Fuck. Wow, dies so stürzt ab, gell. Oh, schade. Oh. Opernstraße davon drauf. Nein, alles gut. No, wir sind raus. Wir brauchen nicht bereden. Es bei uns ist vorbei, wirklich. Er hat dich gescammt und uns beide in Verdammnis gestürzt. Steuern? Steuern nochmal. Na, du bist über Rot rübergekommen. Und über. Also, du bist über alles rübergekommen. Du hast ein bisschen Zeit jetzt. Mhm. Was soll ich denn machen? Das ist vorbei. Mert? Na, du kannst, was kannst du noch kriegen? Gelb? Elber? Gut, Mert. Gute Zahl, mein Bruder Herz. Gute Meter stark. Oh gute Gott. Meter. Ich hoffe, darüber bekommen grün. Und einen kleinen Taler schon mal. Ah, ne, ist deins, okay. Hypothek. Das ist Hypothek. So, no way, Freddy. Es ist sehr wichtig, dass ich hochwürfel, bitte. Hoch ist gut, der hoch ist gut. 8. Oh, ja, danke schön. Bam. Oh mein Gott. Ich kann das ist sogar mehr. Maximal, ne? Boah, Bruder. Was ist das mit den Vieren? Alter, das war wichtig, um Mickey gleich zu zahlen. Boah, nice. Man muss nicht abhauen. Aber das ist eigentlich trotzdem gut für Danny, wenn er Cash bekommt. Chat, ich hab halt mit Rot besser Erfahrung gemacht als mit Orange, deswegen nehme ich Dings. Oh, Volltreffer bei Danny. Auf die teuerste. Achso, das ist derselbe. Das bin ich, Leute. Mir gefällt, was sie daraus gemacht haben. So, ich brauch's hier Schierix, der gute Meter macht. Ich komm, Jungs, ich bin bereit. Oh mein Gott. Ich brauch die Opernstraße. Opernplatz. Die drei Felder zurückkommen. Opernplatz. Oh mein Gott, wichtig. Stark. Mert, bitte. Hab ich mich? So, 7, 9, 10. Ein Kleintaler. Ein Kleintaler brauche ich. Ja, das kann ich dir jetzt noch zeigen. 7, 9, 10. Oder? Honey, oder? Ist das krank? 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ich darf ja genau bei Dings auch nochmal drauf, bei Danny. Honey, oder? Ist das Knast. Krank? Honey, Knast. Ist das alles gestört? Nee, ich komme jetzt mal Hotels mehr und Saft ab. Nee, ich brauche keine Hotels. Das waren auch mehr, hä? Natürlich. Ja, okay. Ja, wie du willst, wenn du sagst, wenn mein Chef mir sagt, ich soll hier Hotels bauen. Ja, guter Lust. Machst du die Rezeption? Oh, Bruder, ich mach Sekretär, alles was du willst. Ihr sollt, also Hotels bauen ist nicht smart, ne? Diese letzte Stufe. Ja. Aber ihr, wenn du zwei Leute bauen kannst, ist doch scheißegal. Freddy, ich brauch dich aber, mein Freund. Ich geh bei Rot auch noch rein. Komm, weg, Oh, nee. Willkommen. Das war's, ich bin bankrott, ne? Nein, das vielleicht ist ein kleiner Gamecrash. Du hast doch Hypotheken. Kannst du zahlen, diese Pennerhäuser. Das ja, kannst du zahlen, die zahlen. Du kannst theoretisch noch grün bekommen. Ja, nee, aber ich habe jetzt kein Geld mehr. Also ich habe jetzt beide besucht, ja. Das war schon sehr, sehr unglücklich. Was ist jetzt die grüne? Oh, denk immer an den Einserpasch, ne? Denk immer an den Einserpasch, der kann immer kommen. So, und jetzt. Ja, und da kannst du Häuser bauen bei deiner Straße. Der Einserpass kommt dann, wenn du ihn am wenigsten erwartest. Und wenn du ihn am meisten brauchst. Oh Mann. Und er ist wieder bei Orange und Rot. Wow. Oh, ich brauche. Wenn ich komm, mach ganz weit Meter. Ganz weit weg. Oh, ist das krass. Oh mein Gott. Die letzte rote. Letzte blaue. Die letzte blaue, stark. Kann sie nicht bezahlen. Was sagen die Karten? Ja. Nein. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ist das nicht voll gut für dich? Das ist horrible.
Horrible ist das. Früher raus als du, der in drei Runden wäre er eh da, wo er jetzt ist. Deswegen ist egal. Und er muss, er kommt früher raus. Vielleicht muss er abbauen. Ja. Er kommt früher raus. Ja, ja, sag ich doch. Scherix. Gleich griffelt er einen Vierer-Pasch. Oh, oh mein Gott. Volltreffer. Ist gut, glaube ich, oder? Ist, glaube ich, gut. Ist, glaube ich, gut. Ja, ist Volltreffer. Richtig. Oh, Gott. Hotel ist stark gebaut, Bro. Ist auf Daniel einfach hier raus. Ja. Ich kann das nicht. Er gewinnt deswegen. Ist das. Überleg mich sogar freizukaufen. Ja. Ah, oh, ja, mach mal, wenn du machst, bist du ein Macher, sag ich. Sei mal, ah, scheiße, nächste Runde mache ich. Ja, oh, oder so. Oh, Porsche, einfach Porsche. Ja. Und dann bei Danny vorbei, schade. Ja. Oh, er kann machen, was er will. Bruder, er ist einfach fucking done gerade. Er ist fucking done. Den möchte ich überlegen, dass der Dulli mir dafür sogar noch Geld gegeben hat. Digga, er hat ihn einfach den Tod bezahlt, ja. Es ist so krass. Das war, glaube ich, einer der größten Griefs, die ich je in Monopoly-Geschichte gesehen habe. Und du warst erst die dritte Runde dabei. Das ist, weil ich bin's so gierig. Boah. Tu es nicht. Tu Einserpasch. Den nehme ich. Oh ne, oder? Bruder, oh ich, mein Gott. Boah, ist das heftig. Ist das kacke. Digga, ist das heftig. Das tschüss, Daddy. Haben sich die Hotels so gelohnt, Bert? Haben sich gelohnt? Ich hab's dir gesagt, Bro. Bau ab, Digga. Er muss einmal kurz, er kann nicht zahlen. Ficker. Oh ne, warte mal kurz. Er kann nicht zahlen. Marze dunkel blau kaufen, pink. Oh, Marze? Ja, meine 130. Marze, kauf ab hier. Ah ne, Marze hat kein Geld. Abkaufen, Junge, da 2 Cent, komm, verkauf die Scheiße. Bruder, ich kann mir nicht mal einen Center Shock leisten, bitte hör auf. Frederik, hey, Danny, ich nehm deine, drei roten für 1 Euro, nehm ich die. Digga, wie kann ich so ein Pech haben? Hier, Freddy, es gibt einen, für einen ganz schmalen Taler. Für einen ganz schmalen Taler, mein Lieber. Boah, ich bin. Ich hab auch kein Geld. 100. 100 und 105. So, ich 900. Ich kauf dir das alles ab bis bei 100. 105. Also, nein, halt. Danny, das ist Quatsch. Mach mal einen Klot, Bro. Ich glaube, ich kann zahlen. Ich glaube, ich kann zahlen. Nein, kannst du nicht. Das sollte ich nicht annehmen, oder? Das ist unfair. Nein, das machen wir nicht. Danny, wir haben gesagt, wir machen das. Das ist unfair für Mörd. Ja, das ist unfair für Mörd. Also, ich meine, das wäre doch eine Chance, die wir gewinnen können gegen Freddy, das ist, glaube ich, unfair. Big W an Freddy, ich schwör's dir. Ist das heftig stark, Alter. Also, da gibt's wirklich Leute, die hätten das angenommen, ne, mit dem wir schon gespielt haben. Der dreckige Dan, Alter. Er kann zahlen, er kann sogar zahlen. Aber er muss alles stark abbauen, Freddy, dafür. Warte, das. Und wir sind alle vor Orange, weil wir alle ins Gefängnis mussten. Oh, nee. Das heißt, wir müssen da alle nochmal durch. Er kann sogar zahlen, wow. 950. Damit erkaufen sie sich etwas Zeit. Oh, 950. Ja, und das war's. Nein, ich kann den Darlehen geben. Oh, also das war's. Einserpasch, jetzt kommt er. Einserpasch. Hast du es? Oh, ich bin. Oh. Ist das krank? 3 Felder zurück vielleicht? 3 Felder zurück? 3 Felder zurück? Oh, ist das heftig. Mach die Musiker, mach die Musiker, der perfekte Run. Mach die Musiker, Also Chat. Wollt ihr mir erzählen, dass das kein Pech ist, Digga, dass ich sofort einen Viererpasch würfel? Das ist krank. Die dumm. Fast 8 Stunden, das haben wir noch nie gesehen, sowas. Bitte, ich brauch die Musik, wo ist die Musik? Jetzt nochmal ein 8er-Pasch von mir. Oh, die letzte grüne. Ja, aber war verdient von gerade eben vielleicht, ne? Vielleicht ist das mein Schicksal, Digga. Ja, das ist eh letzte Runde gewonnen, deswegen ist verdient, vielleicht, sag ich. Ist das mein Schicksal, Digga. Ja, ist, ja. Wenn jetzt Freddy noch ich einen 4er-Pasch würfelt, ne? Ich bitte kein 8er-Pasch. 3er-Pasch. Okay. Danny, wie sehr bist du im Loch, so ehrlich? Boah, ich bin am Erdkern, mir geht's gar nicht gut. Okay, dann spielen wir noch eine Runde. Danny, ich will dich nochmal daran erinnern, dass du mir dafür sogar Geld gegeben hast. Er hat sich Geld gegeben, um sich ficken zu lassen. Wow. Und er hat sich gefeiert. Das war das Krasseste. Er hat sich richtig gefühlt. Aktion, ich kaufe die Straße ab für 30 Cent. Mehr, lass dir eins gesagt sein. Das war das allerletzte Mal, dass du mich so gefickt hast. Allerletzte Mal. Oh, geht nicht handeln. Okay. Mehr, hörst du mich? Ja. Das ist jetzt schon oft passiert, dass du immer Geld haben willst, dass du mich immer fickst. Aber jetzt werde ich mich immer querstellen. Immer. Ich werde mich immer querstehen, immer. Drück mal ein paar Tasten vielleicht. Dass du Bescheid weißt, Mert. Dass du Bescheid weißt, okay? Kein Problem, gerne. Kannst du, bevor du dich querstellst, mir die 20 Subs geben? Boah, oh mein Gott. Noch ist das Ding nicht over hier. Obwohl er gelb ist. Der Game Crash. Bau bitte, so schnell du kannst, Mert. Bau. Ganz schnell, ganz schnell.
Mach Hypothek weg. Auf Ding, auf Kraftwerk. Ja. Mach schnell. Mach schneller, bitte schneller. Ja. Bitte mach schneller. Jetzt. Mir geht's gar nicht gut. Oh ja. Kann ja. nichts drücken. Oh, bau weiter, bitte, bau. Ich brauch das, bitte bau er weiter. Er dachte, wie Danny hochgeguckt hat. Mit voller Hoffnung. Mach mal bitte das Wasser weg, die Hypothek weg, ich brauch das. Ja, ja, danke. Mach ich. Was? Jetzt schon? Echt? Na, lass mal eine Runde starten, das Ding ist durch. Ehrlich? Jetzt schon? Nein, noch nicht. Der Gamecast könnte noch kommen. Die Hoffnung niemals aufgeben. Danny hat schon 10 reingeschickt. Danke, Danny. 20. So. Stark. Hä, warum denn jetzt schon, Danny? So. So, das war jetzt das vierte oder fünfte Mal am Stück. Das war jetzt das vierte oder fünfte Mal am Stück. Das mehrt, ich habe eine gute Base und immer werde ich gefehlt. Wenn ich Geld habe, will er richtig viel Geld haben. Hat er Geld, gibt er mir kein Geld. Es ist immer das Gleiche, Digga. Es ist immer das Gleiche, dass ich in den Arsch gefickt werde. Immer das, ob es mit Freddy jetzt war, ob es jetzt so wie eben war. Ich werde immer in den Arsch gefickt. Immer, bei jedem Trade, Digga. Jeder. Wirklich jeder. Fick mich. Jeder. So, Matt, das war wirklich das letzte Mal. Norway, Danny, handel mit Norway. Gib ihm dunkelblau. Nein, ich muss erst würfeln, so wie es aussieht. Das ist du bist vorbei, auch ja, mach mal grad. Ja, macht. Ja, ciao. Hast du überlebt? Oh, warte mal. Das letzte Mal mit was, dass du Bescheid weißt. Was denn? Habe ich Geld? Also, haben wir einen Trade und ich habe Geld. Willst du Geld haben? Haben wir einen Trade? Du hast Geld, gibst du mir kein Geld. Immer das Gleiche, Digga. Immer das Gleiche. Du musst eine Straße verkaufen, glaube ich. Jungs, ganz kurz. Wollen wir wirklich eine Runde machen? Weil die Runde ist wirklich durch. Sind alle fein damit, dass Matt gewonnen hat? Ich bin fein, wir können nicht gewinnen, actually. Ja, wir haben wirklich gar keine Möglichkeit zu gewinnen. Und ich werde immer als Gamer verkaufen. Aber wir können ihn auch kurz noch gewinnen lassen. Ich meine, wir müssen natürlich noch einen Zug machen. Nee, wir können auch beide was machen. Ne, heftig. Raus, oder? Raus, Jungs, alle fein? Ich geh jetzt einmal ins 5-Sterne-Hotel bei ihm, bei Orange. Nee, du kommst dazwischen. Mach eine neue Runde, Danny, hier. Neue Runde, alle fein? Ja. Jetzt schalte 20 auf, falls nächste Runde, nach dem Game auszahlen, ja? Ja, Danny, du hättest noch gar nicht jetzt teilen. Weil sonst machen wir nur Twitch-Strike, das ist Quatsch, ehrlich. Das war mein letztes Learning, Matt. Das hast du einmal zu oft gemacht jetzt. Einmal zu oft. Einmal zu oft. Das ist auch nur Glück. Einmal zu oft, Matt. Einmal zu oft. Danny, aber man muss auch dazu sagen, einmal zu oft. Lass mir mal darüber reden, was für ein Glück ich hatte. Das ist wichtig. Er kommt in den Knast, er würfelt direkt eine 4-4. Danach Matze kommt rüber und bekommt 3 Felder zurück auf die teuerste. Lirum Larum. Letzte Mal ist es gewesen. Ich lasse mich immer, bei jedem Trade muss ich immer noch zahlen. Oder ich bekomme nichts, wenn andere Freddy, Geld haben. Hauptsache ich kann bauen. Mann. So. Und jetzt haben wir uns beide einmal weggedolcht, Freddy. Jetzt sind wir wirklich auf. Jetzt sind wir wieder so. Jetzt. Ich hab dich nie weggedolcht. Der erste Runde hast du mich gedolcht. Du bist so ein Wirt, Danny. Das ist so unglaublich. Ja. Jetzt habe ich gewertet, aber. Ach komm, die erste Runde warst du dafür. Nee, ich gebe dir 2 Straßen und zahle noch 350. Gut am Hof auf jeden Fall. Freddy, die erste Runde warst du dafür, ob du es warm willst oder nicht. Danny, du hast mir Geld gegeben dafür. Ja, die Runde war ich dafür, weil ich wieder gescampt wurde vom Türken. Macht doch nur wieder Angst, Digga. Schreibt dann wieder bei WhatsApp. Krass. Wir sind einfach fast alle zu Orange gekommen und jeder Move, den wir gemacht haben, war nur, dass wir zu ihm kommen. Ich kann nicht mal zeigen, was er mir für Drohungen geschrieben hat bei WhatsApp eben. Der labert da, Junge, hör auf! Ich kann's nicht mal zeigen. Hör auf, so was zu sagen, Digga, wenn du mich gebannt oder so. Spaß, Schuss. Willst du uns hier noch davon Twitch schieben? Limbo, Liebe, ach, so Spaß. es war nicht bei WhatsApp, er hat mir bei Twitch gewispert. Rosalie. Digga, was ein geiler Move, ne? Ich hab nix in der Hand und gibt mir Geld und sagt, bitte, darf ich eine Straße von dir haben? Das ist das Lehrgeld, was ich jetzt gezahlt habe, das letzte Mal. Letztes Mal habe ich Lehrgeld gezahlt. Ohne Spaß, ne? Ich wollte wirklich Geld dafür haben, dass wir beide bauen können.
ein letztes Mal wo jetzt. Ich gesehen habe, wie wenig du danach nur noch hast. Und weil man muss auch noch Hypothek machen, oder? Wie frech ich sogar noch 350 Gegenangriffe gemacht habe. Das ist krank. Ach ja. Ist okay, Danny. Ja, für die Runde ist. Ich sehe wenigstens meine Fehler ein. Freddy, wenn ich sehe sie ein. Noch hier wäre, boah, ich Digga, sehe sie ein, meine Fehler. Siehst du mal eine Runde, Mickey Alter. Auch noch. Nee, also. Also Mickey ist auch mein gerade am League spielen, oder? Mickey ist wirklich der Schlimmste. Mickey ist mit Abstand der Schlimmste. Ja. Vor Mickey habe ich Angst. Wenn man Noisy außen vor lässt. Ja, Mickey ist wirklich. Ja, Noisy, Bruder, Noisy ist ein Cheater, Digga. Digga, was Noisy letztens gemacht hat, Digga. Ja. Das war krass. Und hier sehe ich auch tatsächlich mal den Commander mit. Bei Monopoly. Oh, stimmt. Du? Das ist ein sehr guter Call. Ja, also geil, geil. Nee, ich meine. Eine Runde gewinnt man, danach wird man direkt gefickt, Digga. Ich meine Bröki. Wie siehst du Bröki hier, Freddy? Wie würdest du das verhalten? Bröki wäre perfekt für Monopoly. Ja, oder? Er ist aber richtig gut in so Spielen, ne? Also der kann das, leider. Ich glaube, Brücke wird hier auch sehr gut reinpassen. Ich glaube, damit richtig krachen. Der könnte sehr ausrasten, ja. Und das ist es. Nice. Danny, wie sieht's aus morgen Among Us? Eli und so sind zurück, ne? Sind ich glaube, zu kurzfristig für die. Ich habe gesehen, Roth hat in der Instagram-Story gepostet, weil die alle krank geworden sind, fliegen die irgendwie heute schon zurück oder morgen. Ja, ja, aber ist doch zu kurzfristig für die, oder? Sind die bei diesem Big Brother-Ding dabei, oder wie? Nee, die waren doch in L.A. Wusstet ihr, dass es in Amerika keine, wie nennt sich das, Krankenversicherungen gibt? Ja, ich komme ja von dort. Doch, gibt's schon, aber die sind sackteuer halt. Oh, ich liebe die Karte. Ja, aber die sind so, die unterstützen dich nicht so sehr wie in Deutschland. Chat, er hat aber auch giga Glück gehabt. 3 Felder zurück, ich 4er Pasch. Das Geld hätte ich nicht zahlen sollen, das Geld war dumm. Und du hast halt auch andere Sachen weniger, aber die, wenn du krank wirst, wenn du Probleme hast, bist du richtig fucked. Ja. Ja, Jungs, also Danny, wollen wir morgen irgendwie schauen, ein paar Leute anschreiben für morgen? Ja, Danny, klären wir morgen. Ich habe Among Us richtig vermisst, Alter, ja. Mert, ich, Dan, 3, oder Freddy, bist du dabei? Morgen Among Us oder nicht? Mich jetzt? Ja, ja, Freddy. Ich habe morgen ein League-Turnier bis 22, 23 Uhr. Das ist aber okay, ja, 22 Uhr. Danach könnte ich Among Us spielen, ja. Stech euch in den Rücken. Aber ich bin echt schlecht in Among Us, ne? Ja, das letzte Mal, ich glaube, Eli hätte mich fast rausgeworfen. Beim letzten Mal Among Us. 23 Uhr ein bisschen spät. Ist für den Start ein bisschen spät. Vielleicht mal. Nee, ihr könnt ja doch vorstarten und vielleicht wechsle ich dann für einen ein oder so. Oder ja, also so. Wir haben doch letztes Mal auch um 0 Uhr angefangen, Bro. Eli klärt morgen bestimmt. Also, glaube ich mal. Ist Eli da morgen? Also, wenn er wieder in Deutschland ist, bestimmt. Aber die sind krank, denkst du nicht, die machen sich Tag Auszeit wegen Jetlag und so? Ich guck mal, wenn irgendwas plant, ja. Wir können ja sehen, dann sind wir zu viert. Wir werden auch noch 6 Leute bekommen. Morgen ja, also, auch. Ja, easy, gib mal hin. Oh, dann hätten wir eine geile Truppe. Mate, ich hab gerade 3 Pasche in Folge geworfen. Wie selten ist das? Was ist das? Deswegen landest du im Knast jetzt. Isa kann ich auch fragen. Ja, das kriegen wir safe zusammen. Ja, also wir kriegen das safe hin. Aber es wäre cool, glaube ich. Auch. Oh, ich kann die Runde von eben nicht verkraften. Das tut so weh. Warum, was passiert? Wie, was passiert? Ja, Edis wäre auch Among Us dabei. Stimmt. Stimmt, Edis. Ja. Aber die üblichen Verdächtigen halt. Medi wäre auch dabei. Ja, Medi. Ne, Medi ist bei Familie. So könnte ich fragen, wenn ihr wollt. Also ja, das wäre auch nice. Wen? Auch völlig dann. Wen, Freddy? Bei Brücki hat, glaube ich, Corona. Bei dem Event am Wochenende sind alle krank geworden. Ne? Oni, oder? Nein, ach nein, ach nein. Letzte Rote. Ach, Digga, ich kann in letzter Runde fordern, glaube ich, euch kann ich mehr. Ich kann es nicht mehr tanken gerade. Wenn Matt nochmal gewinnt, dann warum? Weiß ich nicht. Wir können zu dritt auch nochmal weiterspielen, kein Problem. Ich habe gesagt, ich möchte heute mein ganzes Geld verlieren. Ja, stimmt. Also, Bruder, ich bin auf 3-mal auf Straßen gelandet, die schon weg sind. Wie geht das denn in der ersten Runde? Glaubt ihr, es wäre mal cool, wenn wir zocken, dass man direkt bauen kann, wenn man ohne alle 3 Farben zu haben? Was? Das wäre cool, glaube ich, oder? Mehr gibt auch. Viel mehr random. Wenn man, also es gibt eine Regel, da kann man direkt bauen. Wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt Pink bekomme, kann ich direkt auf Pink bauen. Das gibt das Spiel doch gar nicht her. Doch, doch. Das können wir machen.
Ich glaube, das wäre ganz cool, Bro. Weil es ist so random dann, weißt du? Weil da können wir auch nicht errechnen, ob jemand draufkommt oder nicht. Da fehlt aber die Verhandlungen, weiß ich nicht. Okay, ist kacke. Was wird das jetzt? Er scammt dich. Ja. Nö. Guck mal, ist das krass. Noch nicht, ja. Oh, er ist im Knast. Du musst dich freikaufen. Ah, nee, mach einfach nicht. Leertaste. Ich weiß nicht, also da kauft man sich doch immer frei, oder? Das hast du letztes Mal nicht gemacht. Ja gut, letztes Mal wollte ich auch... Ey, ich habe schon wieder einen Barsch, das gibt's doch nicht. Letzte rote. Letzte rote. Was? Ja, das gibt's doch nicht. Ach so. Opa, das ist wirklich die letzte rote, oh, nein. Was ist das, Gang? Ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Eine 7? Ich war noch 7? Eine 6? Eine 6? Nein. Ich dachte schon. Oh nein, die letzte gelbe. Ja. Letzte gelbe auch noch, ja, es auch läuft. Auch mit eurer letzten Gestützung auf den Wasserwerken wieder mal, geilo. Man hat immer Hoffnung, wenn man das hört, oder? Ich hab mal die Wasserwerke kaufen. Anubis, mach's wieder gut. Oh nein, hellblau. Digga, du bist ein Bastard, Anubis. Hä, ist doch grün. Warum, ist doch super. Ich würde einen Einserfasch gerne gehabt. Ja, aber nicht gierig sein. Geschenken Gaul, schaut mal nicht ins Maul, sag ich. Nee, du hast jetzt eben unsere Freundschaft verbrannt hier, sag dir ehrlich. Was laberst du? Ein Angebot, was du mir machst, da bin ich schuld? Weil du es, du hättest doch nicht angenommen. Du warst wieder gierig. Ich hab doch dein Angebot angenommen. Genau das, was du mir gemacht hast, habe ich doch angenommen. Du wolltest Geld haben. Du hast mir 300 geboten. Jetzt. Boah, er redet wie ein Löwe. Das stimmt sogar, ne? Du wirst sehen. Mehr Anubis, nur weil Danny so frech ist, gib mir jetzt eine 8 oder eine 10. Nur weil Danny so frech ist. Bastard. Na, letzte rote. Oh. Echt, ne, Bahnhof, nicht schlecht. Letzte. Bahnhof, nicht schlecht. Die letzte rote. Danny ist sauer, ja, weil er ist sauer, weil er Anubis nicht getraut hat. Anubis hat mich mal wieder weggedolcht. Aber was ich für ein Glück hatte, letzte Runde, ne, das werden wir nie wiedersehen. Doch, deine Back-to-Back-Einsatz. Danny landet im Knast. Er würfelt einmal, er kriegt direkt 4-4. Du würfelst eine 50 gefühlt, aber wirst von der Karte 10 Schritte nochmal zurückgeschleudert. Wie geht das denn, Digga? Das war schon heftig. Alles ist in einem Zug passiert. Aber ich hätte an eurer Stelle den... Oh mein Gott. Alle haben einen Einserpasch, außer ich. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Oh nein, das Elektrizitätswerk. Ich hab keinen Bock drauf, nimm das. Der Handel wird interessant. Keiner will das haben. Ist wirklich Quatsch, also das brauchen wir nicht kaufen. Geldverschwendung. Ist wirklich Geldverschwendung. Ja. Freddy will's haben. Beide hat, kann man was damit machen. Ich will's haben, komm. Aber nicht zu jedem Preis. Ich glaub, du willst 100, das ist schon gut bezahlt jetzt, ne? Gut bezahlt, also so. Das ist schon gut bezahlt. Ich hab mir gerade überlegt, ob ich einfach so 100 machen soll. Mach mal. Ja, damit der... Sind die nicht zurück, Chat, aus Amerika? Disneyland sich noch? Bitte nicht diese Einserschritte, Jungs. Aber ich will nicht mehr als 150 zahlen für die Scheiße. Was ist denn das? Ist das krank? Was passiert hier gerade? Ist sogar gut, Chat. Jetzt kann ich das Angewendete, das Gelernte von eben einfach nutzen. Ich kann es jetzt einfach nutzen. Weil jetzt, die kriegen nichts von mir, weil ich habe Straße, die kriegen nichts von mir, wenn ich nicht fett bezahlt werde. Ihr Bastarde. Oh, egal. Also ich verkaufe dir das jetzt sofort für 150. Ja. Okay, ich nehmen. Mach Angebot. Hä? Er wurde ausgetrippelt, wurde er. Ja. Oh ne, oder? Oh ne, oder? Du gehst genau in die Mitte, nice. Oh ne, oder? Ah ne, ja, ich bin genau die richtige. Ist das krank. Aber ich muss es tryen, no way. Ja, Alter, man muss es probieren. Ich find's auch, ich wollte es auch probieren, aber ich dachte mir, der ist bestimmt zu wachsam. Ich wollte noch ein bisschen warten. Ich wollte es tryen, es wäre cool gewesen. Oh ne, Bahnhof. Nächster Bahnhof, oh ne, oder? Oh ne, oder? Ich will nicht mehr. Oh ne, oder?
Oh mein Gott, Mert wird reich heute Abend. Mir geht's gar nicht gut. Oh, wenn ich jetzt gewinne, kriege ich 40 von Matze. Oh, letzter Bahnhof. Für jeden Warzone sind 10 weniger, sag ich. Ich hab dir doch 10 gegeben. Nein, nein, für jeden Warzone, den wir zusammen holen. Was? Also? Bin ich drin, ich sehr gut. Spiel wieder, scheiß drauf. Was sagst du? Ich lösche das Spiel wieder. Digga, du verpasst so viel Spaß, du weißt ja, ich will auch Spaß haben, Mann. Ich weiß, dass das Spiel Spaß macht. Aber wenn man schlecht ist, dann macht es keinen Spaß, Digga. Digga, Danny wurde am ersten Tag so gefickt, Bro. Und jetzt mittlerweile ist schon so ein krasses Niveau. Ich war nicht schlecht, Bruder. Du verstehst das nicht. Ich war richtig gut in Warzone, Mann. Ja, und was jetzt? Ihr lügt. Ich lüge nicht, Bruder. Bro, du musst einfach nur spielen. Wenn du nicht spielst, bist du auch nicht besser. Wie willst du besser werden, wenn du nicht spielst? Ja, aber auf Playsy mockt das Ding, Digga. No way, du, genau. Andersrum. Ah, ne. Du musst das Geld reinmachen, no way. Du musst Geld auch reinmachen. Und bei mir drauf. Jetzt. Ja, Geld ist drin, genau, ja. Ja, schnell, so, der Mann. Hä? Digga, Matze, was bist du für ein Wirt? Nee, das, das ist doch völlig. Das ist das schlechteste Ding im Game. Was? Das Teil bringt doch gar nichts. Aber hast du, dich für 150 haben dich doch jetzt reich gemacht. Aber hast du dich für 260 gekauft? Ja, bist du egal. Ich hab ja nur 250 gemacht wegen dem Try, Bro. Oh, aber du hättest das mir nicht schenken müssen jetzt. Ja, Digga, nee, das Kraftwerk ist richtig kacke, Leute. Jungs, es übertreibt bitte nicht. So, ich bin aber jetzt gebrandmarkt. Also jetzt. Ich bin drin in grün. Ich muss noch überall rein. Ich muss überall rein. Also du hast zwei blaue, Danny. Willst du die verkaufen? Nee. Schade. Nicht unbedingt. Danny, kann ich deine Gefängnisfreikarte kaufen? Probieren, ne? Oh. Oh, du bist old. Kann ich? Nein. Bastard. Einser Posch. 7. Die letzte Pinke. Wo kommt eigentlich dieses mit der letzten Pinke? Ja, das ist die letzte Pinke. Das ist doch die letzte. Boah. Okay, oh mein Gott. Ryrex, ich sehe da eine Chance für uns beide. Ja, wie viel gibst du mir? Wie viel willst du? Also ich muss ja erstmal was haben, dass du auch ein Grundstück voll kriegst. Ja, also oder? Ich würde deine Orangen nehmen und deine gelbe und 500. Die Orange und die gelbe und 500? Ja, aber du kannst bauen bei Penguin, ich kann nicht bauen. Was? Kostet Hotel 750, Matze, ne? Die Orange, die gelbe und 500. Matze, bitte ja, nicht. Genau. Matze, bitte nicht, was machst du da? Orange. Black, vielen Dank. Die Zeit oben, Freddy, erstmal gleich abgeben. Ihr könnt noch weiter fahren. Lass mir noch eine Runde überlegen. Ja, alles gut, du kannst überlegen. Kein schlechtes Angebot. Tatsächlich. Aber Matze, warum? Alles gut. Danny, bitte. Boah, er wäre jetzt schon draufgekommen, Noel. Hättest du jetzt angenommen? Ich weiß, also ich glaube, das war nicht ein gutes Angebot von dir, ja. Guck mal, der hat das jetzt schon plus gemacht. Matze, kannst du mir erklären, aber warum? Nee, noch nicht. So, bitte erklär's dir mal. Und versuch mal. Nee, ich erklär's dir noch nicht. Musst du dir nicht erklären. Du musst gamblen, dass du auf Orange kommst. Nee, musst du nicht. Doch. Wenn du bauen willst, schon. Nee. Ihr Zug beginnt jetzt. Nein, er hat sie. Das wäre jetzt so gewesen, ne? Krass. Wäre das die letzte gewesen? Ja, das wäre die Orange gewesen. Nein. Nein, das wäre Ereignisfeld, Bro. Safe? Ja, ja, ja. Boah, ich wollte schon sagen, das wäre heftig, Digga. Aber ich gönn mir die letzte. Komm, Anubis, gib mir eine 5. Oh, nee, oder? Matze, ich bitte dich inständig, das nicht zu machen. Inständig. Sie müssen den Spieler bezahlen. Also. Die haben auch alle so viel. Nein, er hat sie. Ach, die letzte, Alter, ist das heftig. Ist das krank? Die haben auch alle so viel Geld. Achso, willst du nicht? Okay. Einser Pascha Nubis. Hä, Freddy, willst du nicht? Ich weiß nicht, ob das.
Ich glaube, das ist worth. Wie? Theoretisch. Wie glauben? Auf 400 einigen. Nee, ich würde sogar tatsächlich jetzt auf 545 hochgehen, weil du baust halt direkt Hotels, Bro. Du kannst direkt Hotels bauen auf jeder Straße. Matze, aber warum denn? Das ist also Matze. Machst du es oder nicht, Novi? Also, ja, ich würde dir Orange, Gelb und 400 würde ich dir geben. 500 und Lidl. Na, 450. Treffen wir uns in der Mitte. 475. Okay. Matze, das kannst du nicht ernst meinen. Das Spiel ist abgestürzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber du kannst nachschauen. Was ist das für ein Rotz? Alter. Warte, wir warten. Warte, kannst du nachschauen. Martial, Digga. Anubis. Nasos. Bitte, dass ich nicht reinkomme. Matze ist der Uwe, das ist geisteskrank. Wie kommt man wieder rein? Wie komme ich rein? Du musst auf Multiplayer drücken und da steht das Spiel wieder beitreten. Also online spielen und dann Spiel erstellen. Genau das musst du quasi, ja. Online spielen und Spiel erstellen? Eigentlich schon. Weil oder? Multiplayer, also erstmal muss ich gleich die Flagge ja auswählen wieder. Genau. Ja, genau. Und dann musst du auf mehr Spieler drücken und dann online spielen und dann kommt das Spiel wieder beitreten. Laufende Sitzung beitreten. Mehr Spieler, online spielen, Spiel wieder beitreten. Bist du drinne? Sogar das Spiel sagt ein schlechter Trade. Bist du wieder drinne? Nein, warte doch kurz auf ihn. Warte, bis Timer kommt. Ja, ich warte ja, deshalb. Also Monopoly spielen, Online-Modus. Genau, und dann kommt wieder Beitreten normalerweise. Spielerstellen, Bestenliste, schnelles Spiel, benutzerdefiniertes Spiel. Drück auf Online-Modus. Jetzt warte kurz, unten links. Das ist kein Online-Modus. Ja, warte kurz, unten links, es lädt doch. Oh ja, möchtest du dem laufenden Spiel wieder beitreten? Ja. Genau. Also wenn mein Deal eben schlecht war, ist der Deal, den Matze jetzt gerade macht, die Definition von einem schlechten Deal für uns alle. Bist du drinne? Bitte komm. Ja, du trittst deine laufende Perfektive bei, bitte warte, steht hier bei mir. Er muss jetzt eine Runde KI für dich spielen und dann kommst du rein. Ja, genau. Das ist leider so. Boah, ich werde so mit der KI traden. ich komme rein jetzt. Ja. Wie es aussieht. Der Handy. Mit warum sagst du denn nichts? Bin ich dran? Wait. Ja, aber der Boss spielt halt eine Runde, der muss eine Runde spielen. Mert, warum sagst du nichts? Wozu? Zu dem Trade von Matze gerade. Bruder, weil ich bin so glücklich, dass du da gerade was dazu sagst, weil ich habe keinen Nerv, mich für sowas wirklich. Oh, der Grüne? Ich habe keinen Nerv zu mich da einzumischen, Digga. Ah, gut. Deswegen bin ich gerade glücklich, dass du dich so für die Menschenrechte einsetzt. Ah, okay. Dann lass ich aber los. Nein, lass nicht los. Das ist los. Also, okay, warte mal kurz. Matze, du musst mir das mal erklären, warum du das überhaupt machen willst. Und ich frag mich, warum Freddy das noch nicht angenommen hat. Ich versteh's auch noch nicht. Bisher noch nicht. Ich hab's doch angenommen. Noch nicht. Wir haben's doch schon ausgehandelt. Das Angebot ist nichtig. Also, vier. Ich kann sich auch umentscheiden, wenn er möchte, aber also. Nee. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Ja, plötzlich, jetzt habe ich Ingame-Sound super laut. Ja, das ist, wenn du noch ja, schaust. Das kannst du jetzt leider nicht ändern. Okay. Das war sogar gut. Würfeln? Letzte Grüne. Boah, stark, Freddy. Ach ja. Kannst du den Handel machen gerne? Andere. Ryrex. Was möchten Sie handeln? Ich gehe extra im U-Chat. Warum macht der? Orange, Gelb und Hellblau. Du willst Hellblau haben jetzt? Auch noch. Weil ich Hellblau habe. Aber dann kriegst du kein Geld, ne? Bisschen weniger halt einfach. Mach 340. Weil du willst jetzt eine Straße mehr und willst aber. Weniger Geld. Ja, aber nicht viel weniger Geld. Das ist halt eine ganze Straße. Ja, aber du kannst Hotels bauen direkt, oder nicht? Matze ist wohl farbenblind. Du kannst immer noch auf jeder Straße Hotels bauen. 200 gebe ich dir. Nein. Guck mal, du kannst überall Hotels bauen. Jetzt kannst du einfach traden und kriegst auch eine volle. Nein, also kann ich nicht. Ich kann nicht mit Danny traden.
Nein. Ich kann Danny also, nur eine Chance geben. Ich kann mit Danny nicht traden. Ich geb dir gar nichts. Also 200 ist gut bezahlt. Nein, 200. Guck mal, du hast eine pinke Straße, 100% ein Haus und du kannst auf allen Hotels bauen. Das du musst mir mindestens 341 geben. Du bist ein Scammer, ne? 341. Also du weißt selbst, du kannst über Hotels bauen. Du bist der Einzige, der bauen kann. Kein anderer kann bauen gerade. Ja, momentan. Komm, fuck it. Wir waren dran. 300. 341, damit du genau 1200 hast. Er bricht ihn doch nicht. Er muss ihn brechen. Ich meine, kann das doch niemand 341. Das Frey diskutiert, ja? Jetzt kann ich. Wie kann ich bei dir jetzt was aussuchen? Auf mich draufgehen und dann halt die Pinke nehmen. Das ist die teuerste Pinke ever, ey. Ja, aber guck mal, Hotel 900. Wait, warum ist sie jetzt nicht da? Okay. Was passiert jetzt? Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Digga, ich kann das nicht fassen, Matze, ne? Also schwöre. Matze, meine, die 20, die du mir schuldest, die kannst du direkt ihm geben. Dann kriegt Freddy von dir gleich 40 und damit sind wir quitt. Digga, Matze, jetzt erklär's mal. Hä, Jungs? Erzähl mir mal deinen Plan jetzt, komm. Ja. Jungs, wir können auch gleich handeln. Was? Wie können wir handeln? Also einer von uns braucht doch eine Orange oder Grün. Okay. Und du lässt sie mit... Ja, Pink ist doch... Lass sie doch Pink, Jungs. Okay. Also es ist tatsächlich jetzt nicht so super Freddy, eindeutig, würde ich sagen. Geh erstmal rüber und bau erstmal. Ja, bau erstmal. Aber Jungs, jetzt bitte denen denk mal ganz kurz nach. Pink, hat jemand schon jemals in deinem Leben Pink gewonnen? Bro, es... Ja. Es gab... Nein, Mert, bitte, ich brauche jetzt nur dich, weil du... Bro, okay, ich sag dir was. Es hat noch nie jemand mit Pink gewonnen, weil noch nie jemand bei Pink Hotels hatte. Doch, ich hatte schon oft Hotels. Doch, ich hatte Pink Hotels du gegen Danny. Du hattest da Straßen, weil aber überall anders auch. Jetzt haben wir alle nix und du weißt, was das bedeutet. Bruder, wir brauchen doch einfach nur Grün, Dunkelblau oder fucking Gelb. Und dann können wir doch bauen. Bro, das Game ist viel zu früh. Und? Also, dass du da einen bauen Danny, lässt. Da. Wenn ich reden Danny, darf... Danny, komm jetzt mal vorbei, besuch mal mein Hotel. Darf ich? Okay, pass auf, also... Rede, Danny. Mit Pink hat noch keiner gewonnen, weil es die Situation so noch nie gab, dass jemand so früh bauen durfte, komplett for free. Ja. Oh, nee. Und das ist die letzte Orange und jetzt können wir alle handeln. Nee, richtig kacke, ne? Ja, ich will boah, aber... nee, war richtig kacke, mein Trade. Nee. Boah, Matze ist so ein Wirt. Matze ist so ein schlechter Spieler. Oh mein Gott, Matze ist so kacke. Also, ja, das jetzt Glück, Skill ne? ist das Geilste. Hättest du jetzt auch gehandelt mit dir. Nee, Danny, wir handeln jetzt wie beide, Bruder. Aber warum machst du weiter? Achso, sorry. Ich will auf Orange bauen. Orange, ja, kannst du haben. Okay, mach er. Und Geld. Und mein Spiel ist gecrashed. mein Spiel ist gecrashed. Oh nee, oder? Aber war kacke gespielt. Ich möchte jetzt wirklich von euch beiden. Aber das funktioniert nur, weil er eine 6 gewürfelt hat. Ja, aber also hat es funktioniert? Aber hat es funktioniert? Ja, aber Matze, nur weil er eine 6 gewürfelt hat. Ist das Spiel wirklich gecrashed? Ja, ich geh mal raus, das Lobby vielleicht geht's. Matze, willst du jetzt dafür Respekt haben, dass ich eine 6 gewürfelt habe? Ja, ich will dafür Respekt haben, weil ich dadurch uns allen. Achso, okay, was ist das denn für eine Wahrscheinlichkeit, Junge? Es geht doch nicht um welche Wahrscheinlichkeit, es geht aber, es hat einfach funktioniert. Weißt du was, Bruder, okay, dann, okay, ja, sag mal, es hat funktioniert. Ich bin kein Mathematiker, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, wie hoch unser Glück ist. Ich sag mal, mein Spiel ist auch wieder gecrashed, ne? Aurel, bitte. Lass mich ganz kurz aussehen, Mert. Hattest du auch Glück letzte Runde, dass wir auf dein Feld gekommen sind? Ja. Das ist doch was ganz anderes. Da gibt doch Danny zu, dass das dumm war von ihm. Nee, ich sag, das ist bestechende Logik, ne? Mal kurz den Danny, das handeln. 0, hier 1 zu 1, du kannst auch schon 8% Cointoss gewonnen. Gar kein Problem, jetzt passt's. Danny, ich handle grad nicht, ne? Wenn du das machst, ist ehrenlos, wirklich. Wenn er das macht, ist nichtig. Ey, das hat nicht mal Sinn, der Handel. Ja, das ist wirklich ja schon. Ich bin wieder drin übrigens. Freddy, kommst du wieder rein, mein Lieber? Ich versuch's. Und wir können jetzt mehr ficken, Danny. Du hast ja auch gerade Geld bekommen, ne? Dings, Matze. Echt? Für was? Du bist raufgekommen. Auf Gelb. Achso. Aber nee, war kacke.
Bro. Nee, war stark. Nee, stark, war kacke. Orange, denn die Kugel. Nee, war stark. Es hat von... Weil er Glück hat, die Junge. Ja, das also jetzt schon sehr gut. Ja, wir spielen Monopoly, wir müssen mal Glück haben, Bro. Aber nicht so ein Glück, Bruder. Doch, genau so ein Glück und deswegen habe ich auch so ein Glück, Bro. Dann geh Lotto spielen, das ist die gleiche Wahrscheinlichkeit. Es hat funktioniert. Aber es hat funktioniert. Ja, okay. Es hat funktioniert. Also, nein, ich kann ja. Shit machen, wenn es funktioniert, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert nicht. Nein. Wegen dir werden die Leute spielsüchtig und verzocken ihr ganzes Geld, Junge. So. Ja, mach wieder auch jeden Tag in Monopoly. Der eine sagt, 6 zu würfeln ist 1 zu 6, Digga. Was ist los bei dir? Digga, ist das heftig. Matze, bist du wieder drin? Ich bin wieder drin, Bro. Nee, aber es ist nicht 1 zu 12. Es gibt mehrere Kombinationen von verschiedenen Sechsern, die du haben kannst. Ich mach mal kurz hier links, kleine Auktion. Matze, ich brauche auf jeden Fall Geld. Ja. Ich gebe dir 500. Ich stelle mich so, nein, ich brauche mehr. Obwohl, nein, Digga, du kriegst Geld von mir, du kriegst die teure Straße. Ich muss auf Geld bauen, die teure Straße. Ich lass mich nicht mehr abziehen. Okay. Dann bauen wir halt nicht, ist ja auch okay. Ja, kann der aufhören zu bieten, meine KI? Was? Ja, warte, ich geb's dir dann günstig. Obwohl, mehr kauft's eh, mehr kauft's eh. Fuck, ist es? Ich kann nichts klicken, ne? Ja, du bist jetzt gleich da. Handel ist der Motor der Geschäftswelt. Ich finde, die Aktion bringt eine Menge Spice mit rein. Deswegen ist es geil eigentlich. Dankeschön, wenigstens einer. Also, es ist schon eine Menge Spice. Ich glaube, wenn jetzt alle optimal spielen würden und jeder hält seine ganze Straße zurück, ist auch langweilig. So wie ich das in der ersten Runde gemacht habe, ist auch langweilig. So. Ja, nee, aber Bro, Freddy, grundsätzlich, wenn du Chat ist okay, oder? Soll ich es annehmen? Ich habe Angst zu traden, ich brauche jetzt 1000, habe ich dann insgesamt zum Bauen. Ist okay, oder? Kleinen Taler, gut, oder? Hypothek habe ich noch. Du hast auch immer noch eine Chance, selber zu gewinnen. Ja, das ist dann praktisch one we won. Also ich check mir, was du meinst. Aber Bruderherz, ich hatte die Chance, also wir hatten die Chance, zusammen zu handeln auf dunkelblau, gelb, okay. Rot. Eine Frage, und grün. Okay, ich gebe dir jetzt kurz nur einen Kommentar noch dazu. Also, davor hast du nichts zu verlieren. Alles ist offen, du kannst die Straßen, auf die du gehofft hast, immer noch kriegen und immer noch fair traden. Jeder ist bereit, mit dir zu handeln. Was für Geld? Was du gemacht hast. Bruder, was für Hellblau gegen fucking Orange? Das war unser Deal von Anfang an, hä? Nein, ich wollte auf Gelb bauen, du auf Bruder, Orange, das war der Deal. Ist das ganz krank? Ist das Bruder, heftig? Warte mal, Er wollte mich gerade auf Hellblau lassen. Wir hatten eben noch den Deal, bevor du überhaupt auf Gelb gekommen bist. Den Deal hatten wir ausgemacht. Ich wollte du, Gelb, nein, na, ich schwöre, ich wollte Gelb. Oh, du schwöre lieber nicht, Mats, wir haben einen Clip davon, hä? Digga, dein Chat schreibt auch Gelb. Ich will sofort late, sofort ins VOD. Selbst der Chat schreibt Gelb. Sofort ins VOD. Jeder Chat aber, schreibt Gelb. Aber wir hatten doch eben, bevor du rausgeflogen bist, hattest du nicht mehr Gelb. Und davor hatten wir, da hab ich gesagt, ich will aber Orange. Meinst du, okay, dann bist du hellblau. Das war der Deal. Boah. Warum soll denn Matze dir Orange geben? Orange ist aber die Winnerstraße mit 1000. Ich baue einen neuen Taler halt. Ja, aber mit 1000 hast du doch schon gewonnen auf Orange. Er hat doch Gelb. Gelb ist Müll. Guck mal, ich mach dir das Angebot. Chat, das macht doch gar keinen Sinn. Ich brauch, dass die Hypothek muss kompensiert werden. Oh, gute Meter machst du da, dann machst du gute Meter, dann machst du gute Meter, dann machst du gute Meter, dann machst du gute Meter. So. Und ich nehm das, was ich vorher wollte. So, und du bist fucking orange. Boah. Chat. Ja, zwei Straßen, aber ich muss doch, Digga, obwohl muss ich, warte mal, er hat ja noch 1000, er kann nicht so viel bauen. Er muss gelb vollrotzend. Ich glaube, ist gut, Digga. Also ich bin gerade in dem Handelsfenster von euch drin. Ja, du musst erstmal, dein Bot muss eine Runde spielen. Und danach. Ah, okay. Hoffentlich macht er was Gutes, der Junge. Aber such mir mal den Clip, Chat. Digga, such mir mal den Clip sofort. Such mir den Clip.
Das ist Bullshit, was er sagt. Das ist Bullshit. Ich weiß es sogar noch, dass ich gesagt habe, ich will aber auf Orange bauen. Also auf der besseren Straße. Weil ich mich querstellen wollte wegen hellblau. Und da meinte er halt, okay, ich hab hellblau. Das weiß ich doch noch, Digga. Ist doch großer Quatsch-Shit. Ob er es danach nochmal gesagt hat, weiß ich nicht. Aber da erinnert sich obviously die ganze Base. Du hast recht, normal hab ich recht, Digga. Was widerspricht er mir denn so von alle, hä? Das reicht erstmal. Und ich kann jetzt nicht mehr bauen. Ich kann sie hier bauen, mit ihr die Häuser bauen. Ich habe noch nie so dringend etwas gebraucht. Ich brauche jetzt die 8. Ich brauche sie. 4 nee, oder noch eine 4? Oni, oder? Oni, oder? Oni, oder? Oni, oder? Oni, oder? Wir müssen eh neu starten. Boah. Warum? Warum? Kracht's bei ihm? Weil Noe immer noch ein Handelsmenü ist. Mal schauen, wie es nach seiner Runde ist. Bitte, bitte. Oni, oder? Oder bitte, es muss abstürzen, bitte. Nee, stürzt sich ab, glaube ich. Start mal neu nochmal, Norway. Er kommt doch eigentlich rein. Wenn der jetzt. Nein, er ist im Handelsbildschirm. Ich bin im Handelsbildschirm, stecke ich fest. Start mal neu. Neu starten? Ja, neu starten. Einfach alle 4 und nochmal 9. Mal schauen, ob es nochmal klappt. Stark. Du hast den letzten Bahnhof, Norway. Was habe ich jetzt? Den letzten Bahnhof. Danke, AI. Ich hab doch kein Geld, um einen neuen Bahnhof zu haben. Doch, hast du. Wir kaufen dir gleich ab, kein Problem. Viel Glück. Bitte nicht. Anubis, Moro. Echt wieder mein gesamter PC. Das ist so krass. Ja, ich glaube, wir müssen eh Ding neu schatten. Es ist. Also, mal schauen. Du baust viel zu schnell. Die kommt aus Österreich. Ready. Was? Ja. Achso. Kommst du aus Österreich? Ich bin halber Österreicher, aber ich habe immer in Deutschland gelebt. Ich habe immer in Deutschland gelebt, aber ich bin theoretisch halber Österreicher. Und der ist Österreicher. So. 5, richtig. Ich würde so gerne wissen, was passiert. Macht mein Bot gute Arbeit? Intet mein Bot? Ja, dein Bot ist gespannt. Ganz normal. Mal schauen, ob du nachschauen kannst. Einser-Pasch ist noch drin, bitte. Anubis. Ich bin tot. Das ist einer laufenden Partie bei, ich glaub, bei mir. Dabei. Ah ja, nice. Macher, no way. Wichtig, Freddy. Ich guck mal, dass ich reinkomme. Ja. Boah, Danny hat gewonnen, sag ich. Wieso? Nein. Ja, er hat auch Rauschrott voll gebaut, ne? Das mehr kann ich zahlen, schade. Ne, warte kurz, ich warte auf, achso. Warte auf, Freddy. Also, er scheint jetzt nicht so aktiv bitte, ins Game reinzujoinen, muss ich ja leider sagen. Warte. Oh. Warte jetzt gleich nach deinem. Es tut sich was? Freddy, du bist bankrott, so wie es aussieht. Nee, was ich kann Hotels abbauen. Digga, das ist echt ein paar Jungs, ne? Er hat nix. Nee. Er kann Hotels. Ja, Mann, hat Hotels. Ey, das Spiel ist nichtig. Nee, das Spiel ist nichtig. Er hat einfach Hotels. Das Spiel ist nichtig, ich sag euch ehrlich. Er hätte sich zahlen können mit Hotels, Wieso auch, nicht? Ein Haus hat 100 gekostet, Bro. Ich glaube, er hätte zahlen können. Ein Haus kostet 50, rechne aus. Er durfte dich einmal würfeln. Er hätte doch den Bahnhof gar nicht gekauft. Die KI hat einfach seinen Bahnhof gekauft, Bro. Er hätte ihn gekauft, natürlich hätte ihn gekauft. Er hätte mit 300 doch keinen Bahnhof gekauft. Wirklich, ich glaube, ich hätte ihn spätestens jetzt abgekauft. Ich sag auch nichtig. Also ich sag ehrlich, das ist nichtig. Und ich stehe auch sehr, sehr gut da, ich sag trotzdem nichtig. Das ist echt sehr. Du stehst gar nicht gut da, ich bin der Einzige gut da, was redest du hier, Matze? Digga, Danny, das kannst du nicht ernst meinen, ne? Du fixst hier Freddy hardcore, Digga. Wie? Willst du mir gerade sagen, ich stehe nicht gut da, Danny? Ey, Bro, ja. Der Typ spielt seit 3 Runden nicht mit, Jungs. Guck mal, ist das ernst? Digga, ich widerspreche gerade irgendwie? Ist okay. Ich bin auf jeden Fall raus, der wurde mit Monopoly. Das sag ich mir. Dann hast du den Sender spielen, sag ich. Dann ist mir ist das egal, ich schwör's euch. Ich hab sowieso verloren. Aber ich zahl auch ansonsten. Nein, 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 nein. Ich bin nur gebrochen,
weil ich einmal gut dastehe und dann du rausfliegst und so, weißt du, dass Anubis da ist, so, ja, ist sein. Ja, ist schon blöd. Das meine ich, nein, das ist natürlich Quatsch, du musst keiner zahlen. Ja, aber wer steht besser da? Ich stehe am besten da, Also Danny, jetzt steht er insane da, weil jetzt hat er meine ja auch bekommen, meine volle Straße. Ja, jetzt steht er richtig gut da. True, wenn er da ist, wenn irgendwer da hinläuft, ist er ja sofort tot. Die hätte er ja auch nicht bekommen, mit aber, den ganzen Nordwest und so. Ja, wärst du bei mir raufgekommen, aber hättest du halt abbauen müssen alles. So, das heißt, ja, wäre, Bruder, wäre. Wie, wäre jetzt drauf gekommen? Ja, ja. Jetzt steht Danny am besten, aber also mit dem Pink natürlich. Ja, also Jungs, wollen wir abbrechen? Ja, aber also dass du die Häuser geschenkt bekommen hast, ist schon hart. Lass mal einmal noch eine Runde spielen, Danny. Nein, ich bin raus für heute, das macht keinen Sinn. Ich bin auch raus für heute, Jungs, ich bin tot. Freddy, danke am Start, was das Liebe. Hat sehr Spaß gemacht. Dann lass uns Runde spielen, sage ich. Ja, ich bin dann auch, ne? Ey, ciao, Freddy. Jo, ciao, Freddy, gute Nacht, mach's gut. Haben wir eine Ehre. Ich bin raus. Obvious gewinne ich halt so nicht und so muss auch keiner zahlen, aber. Komm, drei Runde. Nein, eine Runde stehe ich gut da und dann crasht das Game, Digga. Nein. Was passiert, komm. Nein. Du stehst doch gut da, wegen. Ich auf die Eier gehen. Digga, wie sie mir noch schönreden wollen, die Bastarde, Digga. Wie sie es mir noch schönreden wollen, Chat. Wie sie es mir noch schönreden wollen, Digga. Das ist die erste, Digga. Davor mache ich einen Trade, der 50-50 ist. Bisschen schlecht für mich, 50-50 mehr bepisst, ich bin glücklich, ja. Die Runde jetzt sieht gut für mich aus. Freddy disconnected, Runde nüchtern, die ich gewonnen hätte. So, Bruder, geh mir auf die Eier, Digga. Geh mir nicht auf die Eier, ja. Digga, keiner hat so viel Pech wie ich, Monopoly. Erzähl mir, was ihr wollt, Change my mind. Keiner. Ja, ich hatte auch schon oft Pech. Keiner. Aber du Digga, heute die beiden Runden, dann die letzte Runde, Digga, wo ich dir noch Substyle musste, Digga. Das war also. Lass mich doch ausreden. Niemand hat so viel Pech wie ich, Digga. Niemand. Lass mich doch ausreden. Du hast die letzten Wochen am meisten Pech, ja. Aber nicht allgemein. Oh, wow. Digga, hast du die ersten Monopoly-Sessions nicht mitbekommen? Die allerersten, die ersten 10, da warst du nicht mehr dabei, die ersten 10, 20 Runden? Oder 5 bis 10 Runden, wo ich gefickt wurde? Nee, ist nicht nüchtern. Ich wurde aber auch schon oft gefickt, aber ich weiß, also ich war ja oft nicht dabei auch. Digga, das war eine Zeit lang ein fucking Running-Gig, wie ich gefickt werde. Ja, da war ich aber zu dem Zeitpunkt, habe ich noch nicht mitgespielt. Ja, ist irrelevant. Ich möchte, dass du im Nachhinein sagst, dass mein Handel gut war. Ja, welcher Handel? Der mit Norway, dass ich uns die Grundlage gemacht habe, dass wir beide 1 gegen 1 haben. Ach, das war der dümmste Trade, den ich je gesehen habe, Digga. Wie kannst du also. Der hat geklappt, ne? Digga, Matze, also Bruder. Ja, dass du den passt. Trade. Alles gut, nee, dann red dich weiter. Erst gut, dann, okay, akzeptiere ich. Dass du den Trade gemacht hast. Ich diskutiere nicht. Ja, kannst du auch nicht, du hast keine Basis zu diskutieren. Nee, stimmt, hab ich nicht. Matze, hätte ich da nicht eine 6 gewürfelt? Ich diskutiere doch gar nicht, Bro, alles gut. Ja, dann sag du wenigstens, dass der Trade absoluter Wirt-Trade war. Hallo? Nee. Sag es doch einfach, Matze, Junge. Kommt Edis? Nein, Edis ist raus. Lass doch einfach spielen und dabei können wir uns immer noch streiten. Ja, ich bin dabei bei meiner 3. Lad mal kurz ein. Nein, wir brauchen einen 4, sonst bin ich raus. Warum, Bruder, zu dritt? Weißt du, wie der Shepard? Nein. Müssen wir die Subs erhöhen, sage ich. Müssen wir alle 30 machen. Nimm mal einen 30. Zug von der okay, wir machen zu dritt 30. Komm, dann nimm mal einmal so einen richtig heftigen Zug. Mach mal Fullcam, zeig mal, wie du die Kippe anzündest. Ich will's hören, wie es knistert. Und zieh einmal, Digga. Digga, was redet der? So, mach mal 30 rein, Topf. Good. 30 Subs? Ja, es muss irgendwie kompensiert werden. Also, 30 direkte Auszahlung, ne? Bruder, das will ich nicht mal haben, das ist viel zu viel, Alter. Ich kann doch nicht 5 Subs von euch ich haben. Ich hab noch nie sowas geheuchelt, das in meinem ganzen Leben gehört, wie von mir gerade. Ich bin dann immer der gierige Bastard, so, weil mehr so redet, ist das krank. Bruder, ich meine das ernst, ja? Er reibt sich so seine Wichsgriffel gerade, Chat. Guck mal, ist das wenn widerwärtig. Ich jetzt über eine 10 würfel, dann werde ich das Spiel gewinnen, Digga. Nein. Ach, ja. Ich bin wieder letzter. Wir spielen zu dritt Monopoly-Chat. Macht es nicht nach. Wir machen das alles nur zur Unterhaltung. Lasst die Finger weg vom Glücksspielen, Leute. Ich war lange nicht mehr so sauer wie gerade, ne? Die Runde hat mich so. Also, das war was. Back-to-back, so ein Arschfick, hat mir emotionalen Schaden zugefügt, wirklich. Ich will dich nochmal daran erinnern, dass du mir Geld gegeben hast für diese Straßen noch, ne? Mert, glaub mir eins, mein Bruder, das werde ich nie vergessen. Niemals. Niemals, nicht einmal willst du mich nochmal ficken. Nicht einmal. Ich hab dich gefickt, du hast es mir angeboten, Alter. Ist das frech? Weil der Start der Diskussion schon hergegeben hat, dass du Geld haben willst von mir. Und es sonst nicht machst.
Ja, danke. Der ist auch ruhig, weil es stimmt. Nein. Ich hab jetzt Sitzfleisch, Dings, mit. Ey, Jungs, danke, dass wir dieses Spiel spielen. Wirklich, ich brauch das ab und zu. Ich brauch das wirklich mindestens einmal die Woche, wirklich. Ist das alles geil, ist das gestört. Dezember ist sowieso Jubiläum. Auch, dass eben jeder in Einser-Pasch gewürfelt hat, außer ich. Jeder. Ich habe heute noch nicht eingewürfelt, oder? Doch, einen habe ich. Aber das war ja quasi auch nichtig. Ich habe echt sehr viel Geld verloren heute. Du? Ja, jetzt nicht bei Dings, bei hier. Was war eigentlich bei dir bei Fortnite los? Warum? Ging doch nicht. Ja, aber warum hast du das gesagt? Also warum überhaupt? Danke, ja. Das war einfach für den Kick. Du hättest aber fast Monopoly aufs Spiel gesetzt, weil du so Mox mehr. Ja, stimmt schon. Warum macht dein Kollege Maus eigentlich mit? Ja, der ist nicht so bei solchen Spielen. Boah, das wäre so geil, wenn ich die ganz beleidigen würdet, ne? Ja, okay. Ich hab euch vorhin einmal ganz kurz zugehört, ich hab's so geliebt. Ich schwöre. Was haben wir da gemacht? Ihr habt euch nur beleidigt, Digga, so mit eurer Art und Weise, das reicht mir schon. Was haben wir uns beleidigt? Wir haben uns beleidigt, weil ja, wir so schon ab und zu kreativ, muss ich echt schon ja, oder geben, oder Digga. Wie ihr, da wurde ihr gerade gefickt so und er beleidigt so ein bisschen auch auf Türkisch und so, das hab ich einfach genossen, Digga. Weißt du, was er auf Türkisch immer sagt? Weil seine Dings, seine Mutter und meine Mutter sind auch beste Freunde. Und er sagt immer, er schreit dann immer nach seiner Mutter, dass seine Mutter bitte meine Mutter anrufen soll, so mäßig, damit ich Ärger kriege. Krank. Auf OG-Basis. Ja. Yeah. Oh, klar. Wenn man selber nichts mehr machen kann, dann einfach die Mutter sagen, dass sie die Mutter anrufen soll. Oh, ist geil. Oh, eine ist Runde geil. Gemacht für Hellblau. Ach, Bruder, fick mich doch nicht so schon wieder. Oh, die letzte, erst die blaue. Ih, du hast die Katze genommen! Du bist ein Heuchler und ein Verräter! Ich hab's nicht mal gesehen mit der Katze. Digga, er will sein Glück ändern und scheiß auf seinen Hund, sowas Respektloses, Bruder. Digga, ich schwöre. Dass er einmal eine schlechte Zeit hat und auf seine Ahnen scheißt, weißt du? Warte, ganz kurz, gibt's auch Straßen hier in der Runde auch? Digga, der Typ hat auf seine ganze Legacy geschissen für Glück, Digga. Digga, ich schwöre, ich hab das nicht gerafft. Ich würde doch meinem Fickhund sowas niemals antun. Es gibt eine Straße bei der Benur. Es ist nur Bahnhöfe und eine Hellblau. Digga, er hat seinen Hund direkt verkauft. Merkst du das? Ich sag euch auch ehrlich, ein Hund ist loyaler als jeder Freund, den du haben kannst, ne? Ganz kurz. Wenn ihr bei Daniel Prime da lassen wollt am Handy, müsst ihr das über Safari machen. Das geht nicht über die App. Mal Safari öffnen, da bei Twitch anmelden und dann geht das. Wieder mal auf Matze. Ach, Digga. Liebe Mauer. Also Fabi, einfach Safari öffnen, anmelden und dann abgeben. Sag ich auch. Jungs, haben wir eigentlich schon mal zu dritt gespielt? Ja. Also habt ihr jemanden mit dir geschossen? Nee. Wir haben nur mit Mickey zu dritt gespielt. Ach, stimmt. Vielleicht. Danny, wo warst du? Achso, da hast du Termine. Vielleicht auch zu dritt der neue Jam. Alpha Liebe. Du verstehst das nicht, was zu dritt alles passiert. Boah, was da ist. Passiert ist, ist so geistkrank. Digga, Mert hatte einfach einen Dreier hintereinander Pasch. Mit 1. Das, was mir passiert ist, wäre das Danny passiert, ich schwöre, er hätte das Spiel nie wieder angepackt. Matze. Oh, ich weiß. Wie oft ich am Gewinnen war, ne? Aber ich auch, Bruder, mit Schlosser, der weiß noch. Wäre ich nicht so ein süchtiger Bastard, wäre ich auch rausgegangen. Also das wäre eben schwer zu tanken für mich. Ich war schon sehr sauer. Ich war selten so sauer. Das eben hat mir wirklich, also... Jungs, kauf mir bitte nicht alle Straßen weg, ja? Die letzten Runden Monopoly haben mich eigentlich... Wo ist Anubis, Digga? Wo ist die Gnade? Wo ist die Gnade, Digga? Er fickt mich nur, der es Bastard. Geht nur in der App, wenn du ein Android-Handy hast. Auf iPhone geht das nicht, Chat. Hört auf zu klugscheißen. Chat, ihr mockt. Es geht nur Android. Und ihr, oder? Letzte gelbe. Ja, und nochmal würfeln. Ich brauche eine 10 oder eine 8. Könnt ihr ja auch nicht denken, wie ich also die Also bei uns in den Dreierrunden, Danny, war es immer so, dass einer beide dunkelblau bekommen hat. Und der dann auch gewonnen hat. Echt? Dunkel? Ja. Okay. Immer dunkelblau. Okay. Gern Carino, Liebe. Okay. Immer dunkelblau. Einer hat immer alle beide dunkelblau bekommen. Ohne wieder Bahnhof. Geil. Nächster Bahnhof. Digga, ist es hier ein Bahnhof-Game oder spielen wir noch Monopoly? Sieh um in T1, Liebe. Solution, ich gebe dir jetzt 400 in den Bahnhof. Wie viel?
400. Ich kriege 100 Miete. 400, dazu noch gelb und rot, das Ding ist überzahlt. Ja, nur gelb. Boah, weiß ich nicht. Ist das der letzte Bahnhof? Ja. Mehrheit, wie viel? 400. Gib, mach Handel. Hä, warum hast du es nicht gemacht? Hä, mach Handel. Hä? Bruder, wir haben drei. Ne, ein paar Schuss mehr. Ich brauche sofort einen Game Crash. Warum? Oh, ich will da einen haben, ich will's mal sehen, wie es crasht. Das ist ein gutes Spiel. Oh, drei Bahnhöfe könnten hier gar nicht so schlecht sein. Ja, vor allem, ja. Vor allem keiner kann bauen. Ja, weiß ich nicht, Digga. Ich krieg doch nur 100, Alter. Hä? Okay, scheiße. Du sagst das, machst du es nicht. Ja, weil ich eine Muschi bin. Was komm ich mal auf irgendeine Straße, du Bastard! Ihr seid solche Nutten, Digga. Ich hab auch noch eine Schloss, alles gut. Wie werde ich hier gefickt, wie respektlos. Oh nee, oder? Digga, gibt's eigentlich Straßen? Digga, Schlossallee. Da klein, Knutz, vielen Dank. Also Mert, ich mach jetzt einmal das Angebot. Keiner kann bauen, du hast drei Bahnen, für die fehlt einer, Bro. Ich hab nichts außer Gelb. Ja, ich krieg nur 100, Bruder. Ihr müsst ja, mal aber guck mal, wir können doch nicht... Ja, aber wenn du den letzten bekommst... Den letzten hat Danny. Ja, und mit dem kannst du doch reden, das hat Junge, ich muss seinen unbeschnittenen Schwanz lutschen damit. Ja, besser wird's nicht mehr. 350. Boah, ist ein krasser Deal. Ist ein sehr krasser Deal. Auch das Lace. Das überlegst du mir, ne? Sicheres Einkommen, weil mit drei Leuten gehen die Straßen auch schwerer weg. Guck mal, wir haben noch keine Straßen, Bro. Alles ist offen. Wir müssen noch 20 Mal Runden drehen, bis wir alle Straßen haben. Luke, Liebe für die 22, Liebe. Vielen, vielen Dank. Tony, ich hoffe, Tony gewinnt, Luke. Mehr ja, ich. Bruder, ich weiß nicht. Jetzt nee, alles ist abgelehnt, Bro. Ist das also, geisteskrank. 300 lehnst du ab? Alles lehne ich ab. Du kriegst 100 pro, Bro. Und wir müssen noch 20 Runden drehen für die Straßen. Danny hat, ihr labert immer noch, ich kriege sie. Du kriegst Bruder, sie mehr, du kriegst sie. Hast du mir nicht zugehört? Ich habe nicht gesagt, dass du die letzte bekommst, aber wir müssen noch 20 Runden drehen, Bruder. Du kriegst 100 pro. Mehr, du kriegst also 100 pro. Jedes Mal, wenn wir auf den Bahnhof kommen, kriegst du 100 pro Person, so meine ich das. Mehr, du kriegst ihn. Guck mal. Digga, Matze macht dir so einen ehrenwerten Deal, ne, und du spuckst ihn so an. Nee, ah, das ist so krass. Das ist selbst schuld. Ah, das ist so krass, Digga. Keiner hat Straßen, Bruder, alle Straßen fallen, wir müssen noch 50 Runden drehen. Ja, ich brauche aber auch Geld für die Straßen, falls ich irgendwo drauf komme. Bitte. Immer passiert. Geben Sie nicht auf. Fuck. Der Karl, bare Münze, irgendwas. Karl aus der Asche. 7, boah, die letzte gelbe. Digga, ich kann nicht mehr, es ist ja so gestört alles hier. Digga, wie kann das sein? Guck mal, was, der Darkline Macher in dein Chat, Danny. Was? Darkline Macher in dein Chat. Das ist wichtig, liebe Matze, liebe Dark. Wie kann das hier sein, was passiert hier? Es sind alle Straßen frei und ich komme nur auf irgendwelche Pissfelder. Anubis, 5, sofort. Boah, die letzte Grüne. Boah, Grün ist immer so teuer, ne? Walla, man hat gar keinen Bock, die zu kaufen, Alter. Ich würde die auch nicht kaufen, um ehrlich zu sein. Bin ich ehrlich, zu dritt nicht. Viel zu wenig Geld im Umlauf, um die zu kaufen. Wie wollen wir dann auf der bauen, Bro? Selbst wenn du alle drei hast, wie willst du drauf bauen? Scheiße. Kann sie nicht verschwinden, Bruder. Krass. Er kauft sie wirklich. Anubis. Ich hasse grün zu kaufen. Sinuba. Boah, die letzte ist grüne ist das heftig. Letzte grüne. Tigger, ist schwör, es ist so abnormal, ne? Alter, das ist ja. Jetzt langsam wird's wirklich. Jetzt langsam kracht's wirklich. Also von mir aus können wir noch auf 20 Subs runtergehen. Nein. Nüchtisch. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ja. Hol pink und gelb und dann reden wir. Ja, Junge, hol pink und gelb, am anderen im Zimmer. Oh mein Gott, Schlossallee. Oder nee. Gar nichts ist das. Besser. Scheiße, die Pennerstraße. Mach irgendwas, bring mich irgendwo hin. Boah, wichtig. Wie kann ich bei so vielen Würfen nichts haben?
Jetzt aber. Jetzt kriegst du die Schlossallee. Ja, siehst du, kriegst du Schlossallee, dann ist doch alles gut. Krank. Ah, der Bahnhof. Der Bahnhof. Krank. Digga, ich schwör, es ist gestört. Alter, jetzt wird's langsam echt gruselig. Anubis, deine Hurenmutter, fick ich, dass du Bescheid weißt. Boah, Digga, also... Gibt's doch Anubis, irgendwas... Anubis, darf also, hä? Keine Orangen. Boah, ich tilte weg. Es liegt an der Katze, also die Katze. Oh nee, oder? Boah, die letzte, oder pinke. Stark, wir können handeln. Ja, das gebe ich euch, Digga. Das gebe ich euch mit Herz, Digga. Ist das eine Pennerstraße, Alter? Boah. Aber oh, was? It's okay. Dieses Dreckswerk. Ja, warum darf ich nochmal? Hä? Okay. Ich will gar nicht nochmal, was soll das? Er hat Orange verloren. Junge, warum darf ich nochmal? Was ist das für eine Scheiße, Mann, ja? Es ist alles so krass. Mert, wir können ihn so ficken, ne? Und ihn so ein Erdchen schicken, wenn er nichts bekommt. Wow. Digga, ich. Also, Bruder, ja, jetzt. Er ist bei Pink drinne. Das ist heftig. Boah, Wasserwerk. Er kauft nicht. Hä? Oh, der Knast. Boah, ist das geil. Danny, kann ich denn eine Gefängnisfreikarte haben? Für den Bahnhof? Boah, ich will gar nicht wissen, wie sehr Danny gerade bereut zu spielen. Ist das von mir? Nein. Okay. Oh, rot, ja. Oh ne, oder? Oh, der ist rote. Oh ne, oder? Wenn Mert rot hat, ist vorbei, Jungs. Oh ne, oder? Rainer für zwei. Oh, oh ne, oder? Oh, Danny, bitte rot, bitte. Was ist rot? Das er hat die letzte wichtig. Rote, ist doch heftig. Ich kann nicht mehr, Digga, das ist wirklich so richtig, Digga. Digga, ich kann es nicht fassen, gerade was hier passiert. Oh, die letzte rote ist das. Opernplatz, heftig. Opernplatz, Schlossallee, Opernplatz, Schlossallee. Ja, wichtig. Digga, das ist doch jetzt echt nicht mehr lustig langsam. Doch, ich find's sehr witzig. Ich find's schon witzig. Ich find das auch sehr witzig. Ist jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon witzig. Das ist schon sehr, sehr lustig. Also ich find's auch schön irgendwie. Mach mich geil, ich sag dir das. Mach mich richtig geil. Wow, erste Knast. Boah, Digga, mach mich das geile, geile Sau. Oh. Oh. Oh, krass, wichtig. Ja, egal. Oh, für die letzte Rote nochmal schnell eine Chance. Oh, umhalten. Mickey, komm ja, mit. Sogar, Knast ist sogar Bombe. Hab ja, ich wieder oh Möglichkeit Gott. Auf Rot. Wenn er Rot bekommt, ist es vorbei, Danny. Also wirklich. Und du kannst mir nicht mal helfen. Ja, Knast ist das Beste, was mir passieren konnte. Get me out. Komm, Knast. Einser Posch. Oh, Digga, oh, ist das Kraftwerk? Gelbe ist das heftig, Digga. Oh, wichtig. Danny, verkaufst du mir eine Freikarte für 20? Oh nee. Oh nee, oder? Danny. Verkaufst du mir eine Freikarte für 20? Sie haben ein freies Feld erreicht. Sorry, das haben wir jetzt ab. Danny. Komm, raub mir letzte Hoffnung. Oh. Oh. Ich brauch die Schlosserlee-Karte, ich brauch die Schlosserlee-Karte, ich brauch die Schlosserlee-Karte. Boah. Schlosserlee-Karte sofort. Wie einfach was machst du das so, geht nicht. Danny, verkaufst du? Würfel. Nee, nicht. Wenn er rot bekommt, ist vorbei, Danny. Ich hoffe, er bekommt rot. Acht. Ja, acht. Eine gute Ausgangsposition. Oh mein Gott. Die letzte Orangene. So, die. Oh. Okay. Ich muss in Orange und in Rot rein. Oh, die letzte blaue ist das heftig. Steuern, nice. Jemand besitzt dieses Grundstück. Oh nee. Er hat nur eine Hilfe. Also, Bosch. Nur was? Hä, warum hat er sie nicht gekauft? Hä, stimmt. Lol. Das sieht böse aus. Also, Anubis. Nein, bitte nicht. Das ist auch schon unfair. Das will ich gar nicht würfeln. Also, du brauchst, also eine, du brauchst eine 8. Eine 6. Eine 6.
Nee, das will ich gar nicht würfeln. Boah, boah. Stark. Ja, er kriegt 100 von mir. Stark. Sie hatten mit dem Geld nicht mal. Gut, dass er sich gekauft hat. Oh klar, 1er Push. Boah, nicht mal die Braune. Ja, 3 Felder zurück, dann lass du. Oh. Was war das? Wichtig, ich mach Meta, ich muss Rot wegnehmen. Digga, ich habe... Wie oft habe ich jetzt gewürfelt? 2-3 Mal. Das ist wirklich... Das ist kriminell. Oh nein, Schosserle. Manchmal passieren schlimme Dinge. Schlaue Investoren geben niemals auf. Oh, die letzte, Pinke. Blaue. Das ist so krass, Digga. Ah, die hat er schon. Gib mir Rot. Boah, er hat Rot, Digga, das ist heftig. Boah, gib mir Schosserle sofort. Schosserle oder Opernplatz. Oh mein Gott, let's go. Dieses Grundstück. Wichtig. Und jetzt okay, die Schosserle und ich ficke die. Danny, ich will, dass du Orange bekommst, ja? Ich will, dass du Orange bekommst. Wichtig, Danny. Gut gewürfelt, stark Orange. Boah, let's go. Genau auf Orange, Digga. Boah, die letzte. Digga, der Typ ist so eine Seuche, Alter. Ist das heftig, Digga. Der Erdkern. Er hat eine Straße. Wir spielen alleine, Bruder. Digga, er hat gar keine Möglichkeit. Digga, nee, das ist scheiße, Bruder. Das ist scheiße. Oh mein Gott, ich hab schon. Danny, komm, ich verkauf dir was. Oh, jetzt, die letzte rote, stark. Bro, weil er seinen Pickhund verkauft hat. Weil er seinen Hund verkauft hat. Es gibt die Schlosser, dem. Ja, weil er seinen Hund verkauft hat. Stark. Oh, jetzt Braun, ja. Weil er seinen Hund verkauft hat, Digga. Ja, das ist schon Karma ein bisschen. Selbst Braun bekommt das. Danny, komm, ich verkauf dir was, wirklich. Selbst Braun könnte das Spiel nicht. Danny, ich verkauf dir was, komm. Danny, ich verkauf dir Pink für einen guten Taler. Oh, nee, oder? Danny, ich geb dir Braun, Bro. Für Danny, komm. Ein Taui. Oh, gib mir auch, Digga. Digga, fick auf deine Mutter. Oh. Gib mir auch, Digga. Gib mir auch, das ist super sauer. Danny, ich kauf für 30 deinen Freifahrtschein da. Guck mal, Jungs, weil ich so wenig Bock habe zu spielen, ihr könnt aber traden, ne? Habt ihr den vielleicht nicht gesehen? Boah, der Knast. Ihr könnt traden, ne? Mit Rot und Grün. Oh, stimmt. Ja, Mann. Ja, stimmt. Ja. Ich nehm Rot. Warten wir die ganze Zeit? Ich nehm Rot. Ach so, ja. Na klar. Machst du nicht? Na klar, gebe ich dir Rot. Okay, Mann. Ich kann auf Grün nichts bauen, Digga. Nix, gar nichts. Du hast Hypotheken, Bro? Ja. Du hast Rot. Ja, warten wir, bis alle Karten weg sind. Vielleicht gibt doch Danny was. Ja, okay. Ich bin doch Rot. Nee, mir geht kein Bock. Oh, letztes Mal Monopoly, glaube ich, für mich. Oh mein Gott, dass du das abgelehnt hast von Mickey, ist crazy. Nee, Mickey, lass mich in Ruhe. Sie müssen den Spieler bezahlen. Mickey, komm mal rein jetzt hier. Wie kann man... Bro, aber jetzt ach ernst. So. Jetzt ernst, das ist geisteskrank, wie viel Pech du hast. Oh. Danny, nimm mal bitte ein Big Mac Menü mit Pommes und Mayo und eine schöne Cola und dann machen wir heute noch eine Session, Digga. Ja, das mehrt so ein Löwe, ne? Wow. Oh mein Gott. Stark. Oh, Danny ist drinne, Bruder. Yes, baby. Gib mir die letzte Orange, ne? Sofort. Danny. Ich geb dir Orange. Get me the fuck out, Digga. Guck, du kriegst sogar Miete, Junge. Was willst du noch? Gib doch nicht auf, Bruder. Sure. Get me the fuck out. Spuckt in die Hand. Was? Miki schreit, er wäre am Start. Miki schreit, er schreit einfach... Oh mein Gott. Steh mal auf, Danny. Wie respektlos ist das? Nein, ich bin danach raus, Jungs, Digga. Was red ihr? Was?
Oh mein Gott. Digga, Jungs, wollt ihr mich in den Arsch ficken? Du hast halt schon gewonnen. Digga, guckt ihr hier nicht zu? Digga, seht ihr das nicht, was hier passiert? Was meinst du? Das ist der einzige Grund, warum Micky jetzt reinkommt. Nicht für meinen Bruch, Digga, ist der dumm. Ja, vielleicht können wir Micky brechen. Ich kauf die Orange ab. Digga, get me the fuck out. Ohne, oder? Oh mein Gott. Stark. Ohne, oder? Jetzt kannst du grün bauen. Get me the fuck out, Digga. Ja, jetzt kannst du grün bauen. Machen wir? Joa. Warte, lass mich das Blau noch kaufen. Ohne, oder? Nee, oder? Ja, mach Handel. Kannst grün haben. Warte. Psst, Digga. Ach, lahm mich nicht zu, Michi. Guck mal, jetzt get me the fuck out einfach, Digga. Get me the fuck out. Nee, mit der Katze brauchst du nicht handeln, Bro. Die hat nichts. Hä? Was? Du wolltest so grün. Ja, Olum, was gebe ich dir denn, du Dulli? Ach so, sorry, du bist ja so. Ja, hä? Ey! Ach, Bruder, keine Angst, ich will diese Muchstraße nicht. Ja, ja. Wo Nachfrage besteht, da gibt es auch ein Angebot. Das erste Mal mein Leben grün, ne? Die ist so teuer, die Straße, ne? Ja. Mann, ich wollte nicht überspringen, ja. Oh nein. Ich kann nicht bauen. Er wäre sogar draufgekommen. Auf die teuerste. Er wäre sogar draufgekommen. Boah. Und jetzt. Oh, warte. Merz steht auch noch davor, wichtig. Das war der letzte Tag unüblich für mich. Zwei. Nein, Bruder. Ab sofort noch Risiko, sage ich. Ich werde nicht mehr spielen. Ja, sage ich auch. Risiko oder gar nichts mehr. Wollen wir noch danach eine Runde Risiko spielen, Jungs? Ich bin danach offline nach der Runde. Nein, Bro, du kannst. Mann, Danny, du bist doch ein Macher, Bro. Deine Fresse, Digga. Boah. Das ist krank, Digga. Verzweifelte Zeiten verlangen verzweifelte Taten. Home Party? Nee, voll ab dann. Risiko wäre geil. Boah, Bruder, was hast du da gemacht? Boah, ich brauche jetzt einen Mehr, der drauf kommt. Ganz hoch bitte. Nice, richtig. Und den Knast. Du hast viel Glück haben, Chat. Für mich gibt es zumindest 2 Wochen kein Monopoly mehr. 2 Wochen. Nein, Bro, bitte. Nein, zwei das hältst du nicht aus. Kein Monopoly. Boah, ja. Digga, Danny wäre auf mein Ding gekommen. Kann ich bauen. Achso, weil ich eine Hypothek hatte. Boah, das ist schon sehr teuer, ne? Ist so teuer, ne? 1,6 machst du 3 Häuser pro. Digga. Guck mal, Bruder, guck dir das an, ja. Das Ding ist, wenn du einmal bei mir drauf kommst, musst du alles wieder abbauen. Digga, das habe ich noch nicht gesehen, sowas, ne? Bro, also ernst gemeint, das ist geistkrank. Also ich hab's auch noch nie in meinem Leben gesehen. Was denn? Ja, Bruder, Digga, er hat 2 Straßen. Wir haben alles. Was will er noch, Bruder? Da sollst du gierig sein. 1000 Postkraft. Meter? Wichtig. Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. Sie müssen Miete zahlen. Danny, verkauf dir mein Kraftwerk. Danny, ich verkauf dir meine Orangene, wirklich. Oh mein Gott, so wichtig. Gib mir lieber deine Wix-Skill für den Trade eben, Matze, du Bastard. Dass du dafür deine Gewinne nicht gibst, geisteskrank, Digga. Ja, lass mir einfach mehr wieder gewinnen, ne? Gib mir noch ein bisschen Geld. Dass du da nicht diskutierst, Digga, ist das dumm, Digga. Ja, wieder mich fronten, ne? Ohne Grund jetzt. Ohne Grund, nee. Also ohne Grund, nee. Nee, lass aber mehr gewinnen, gib mir noch 300 für Rot. Sie sind am Zug. Ich verkauf dir Orange. Scheiß kriegst du. Ich will jetzt irgendwo raufkommen, bankrott gehen, deswegen ist Jubels. Ich gehe auch beim ersten Gehsen vor bankrott, beim ersten. Beim ersten Gehsen vor bankrott. Ein ganz normales Zahlen. Guck mal, Digga. Boah, du schossel dich, stark. Also, Jungs, wie gesagt, egal wer es ist, beim ersten Gehsen vor bankrott. Beim ersten.
Ja, aber du kannst doch zahlen alles. Ich glaube, Grün kann ich nicht zahlen. Nicht Grün zahlen, ich hoffe nicht. Ja, ist krach. Guck mal, Digga. Guck mal. Jetzt Orange, ne? Nee, oder? Bezahlt. Boah. Jetzt kannst du Danny ins Game holen, Bro. Nein. Ich verkaufe beide, komm, ich hol dich ins Spiel, Bro. Nein. Ich verkaufe die beide, komm. Nein, gib mir out. Ich will raus, Digga. Ich kann nicht mehr. Let's go. Easy, Bro. Manchmal passieren schlimme Dinge. Kann ja sein. Ich kann auch nicht mehr tanken. Oh. Digga, es ist, also, Bruder. Digga. Guck dir doch mal an. Hau dann Winz ab. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes vor. Boah, was für... Noch ein 1er-Posch. Boah, wie ich mach Meter. Schnell die Meter, ja. Opa-Platz-Karte ist weg, leider, schade. Opa-Platz-Karte ist schnell weg. Schnell die Meter. 1er-Posch könnte Danny noch carryen. Oh! Oh, okay. Ah, sad, ich dachte, das wäre die hellblaue. Letzte Pinke, oh, aber. Stark, die letzte Pinke, let's go. Das ist huge, das ist huge. Auktion. Digga, es wird noch hochgebot, das ist krank, ja. Digga, Alter, ist das heftig. Ja. Digga, los bei dir, ja? Lass mich bitte bei Dings kommen, bei Mert. Du hast doch schon verloren. Warum bei Mert, Bro? Du hast mich gerade gefickt, du Bastard. Lass mich bei Mert draufkommen. Du warst ja gemein, ja, warum zu hat, mir. Warum hat Matze... Gemein, Digga, du bist eine Clownsnase, Matze, Digga. Nein, du bist aber gemein zu mir. Hör auf, so gemein zu mir zu sein. Du bist eine dumme Clownsnase, Matze. Matze, hast du gefickt, was hab ich verpasst? Bau ab, Mert. Hypothek auf gelb, Hypothek auf gelb. Sie haben getan, was getan werden musste. Ja, wir leben die 5 Subs. Ich werd eh nicht gewinnen, Matze wird das gewinnen, Digga. Wichtig. Oder warum mach ich so dicke Meter, ja? Boah, mach Meter, Junge, mach Meter. Ich komm sogar auf die letzte hellblaue. Das ist geil, ja. Nein, aber ich will es nicht. I'm living a fucking my American dream and my mate is fucking dying it. Oh, ich zahle viel, kann ich wesentlich mal Kott gehen, richtig. Oh. Bitte nochmal Posch. Oh, bitte mach noch mal ein Pasch. Aber so ein Einser. Nein, wichtig, wichtig. Sehr wichtig. Get me the fuck out, Digga. Ich schwör, ich kann nicht mehr. Beide stehen in der Fortschritt. Also, ich bin nicht mehr live, scheiß drauf. Back to back, Digga. GG, Alter, wirklich. Auf Rot kommt man so oft, ne? Rot ist geisteskrank. Boah, das ist sehr gut ausgesprochen. Oh, stark, die letzte Orangene, Digga. GG. Ich kann mich erzählen, ich finde Rot viel besser als Orange. Nee, ich will beim Meer drauf kommen. Orange ist auch viel, rot ist auch viel besser. Okay, einer mehr muss auf mich drauf, sonst bin ich getroffen. Ich bin eh bei dir drauf, Bruder. GG, ist vorbei. Anti-Jinxer. Ja. 7, 9, 8, 9, 10. Oh, wichtig. Warte mal. Volltreffer. 7, wichtig. Let's go. Ihre Miete ist fällig. Ja, ist vorbei. Back to back, Bro, das ist. Genauso wie ich gerade Glück hatte, hat er jetzt Glück. Das ist in Ordnung. Damit sollten sie im Spiel bleiben. Oh, 30 Subs, richtig. Bitte. Anubis ist so eine Hure, lass mich beim Wetterparkort gehen. Gönn mir doch Danny, bitte. Hey, ich gönn dir gar nichts, Digga. Ja, scheiß auf dich, wirklich, wirklich scheiß auf dich. Ich würde bei fucking Map bankrott gehen und zwar ZZ. Einmal gönnen. Boah, ist das heftig, Digga.
Brünn ist richtig scheiße, Mann. Ich sag's dir wirklich, das ist geistkrank. Ja, nee, Bruder, aber dass ich zweimal back-to-back drauf lande, Digga. Ich hab, du musst dir überlegen, ich hab zweimal Pasch gewürfelt. Ich hab dreimal gewürfelt, Bro. Drei Runden habe ich geskippt, sozusagen. Ja, es ist vorbei. Gut. Es ist vorbei. Richtig. Und tschüss. Unkorrekt, Fettvieh. Dann nimm mal das. Ich hab dich nicht mal gemeint, Bro. Geh nicht auf meine Mutter, hä? Ist der dumm. Ich schwöre auf meine Mutter jetzt, ich spiele zwei Wochen kein Monopoly mehr. Nein, chill doch. Doch, ich schwöre auf meine Mutter, ab jetzt zwei Wochen. Sauer, alles was in deinem ab jetzt Zustand zwei Wochen, Lays, PPG, zwei Wochen auf meine Nein, Mutter schwöre ich. Du hast keinen klaren Verstand, dein Schwur zählt nicht. Doch, ich schwöre auf meine Mutter, zwei Wochen kein Monopoly mehr. Zählt eh nicht, Digga, du bist gerade tilt, was zählt Nein, ich hab's auch, ich hab bei Apex geschworen und seitdem fass ich Apex nicht mehr an, obwohl ich das Game aber liebe. Was ist passiert bei Apex, dass du so tilt warst? Ja, bin ich aufgestiegen, hab mal. Ach, scheiß drauf. Gib mir aber raus, Digga. Warte, vielleicht bricht das Spiel noch ab. Mein Bestes. Wenn's abspielt, ist nicht Tisch, sag ich. Also dann ist der Schwur nicht Tisch. Dann ist der Schwur nicht Tisch. Das war der Schwur, okay. Dann ist der Schwur. Dann spielst du aber noch eine Runde, ne? Dann spiel ich noch eine Runde. Wenn das Game abstürzt, spiel ich noch eine Runde, ja. Oh nein, genau das teuerste. Scheiße. Ja, wenigstens etwas. Oh nein, ah fuck. Gerade eben wär's noch Tori gewesen, egal. Los, würfeln Sie. Okay, ich hab nicht mehr Bock zu reden, Chat, Digga. Ich kann das nicht fassen, was hier passiert ist. Ich kann es legit nicht fassen. Ich kann es legit nicht fassen, was hier passiert ist, Digga. Also das ist wirklich. Das ist nicht einmal lustig, Digga. Das ist nicht einmal lustig. Das ist geistkrank. Nicht einmal lustig. Letzte blaue, richtig. Hey, und keiner hat so viel Luft wie Matze, keiner. Die Bank sucht nach einem Investor. Keiner hat so viel Luft wie Matze. Kann dann eh nicht bauen. Ich behalte doch nicht ab. Ich brauche sofort ein Game, Chris. Boah, ich bin aufs Teuerste gekommen, ne? Boah, ich mach mir gleich so geil Sucuk Toast. Danke, Bojo. Boah, richtig geil Sucuk. Ich hab so Bock auf Sucuk Toast jetzt. Bro, wir müssen noch eine Runde spielen, ich sag dir ehrlich. Man kann nicht vorhersehen, warum spielen wir um 30 Subs, Junge, Mann? Warum übertreibt ihr mal so, Alter? Also, oh, und Braun hab ich auch, let's go! Ja. Ah, schade. Hey, warum hast du Steuern nicht gezahlt? Weil es die braune war. Hey, warum oh, Pasch, hast du die dann nicht gekauft, wenn das die braune war? Wichtig, wichtig, wichtig. Das ist Ihre Gelegenheit, sich ein Grundstück zuzulegen. Sind Sie bereit? Ah. Oh. Wirf erstmal, Bro. Du bist vor hellblau. Egal, dann baue ich wieder ab. Passt. Das ist so okay. Geisteskrank. 3, 5, 6. 3, 5, 6. Ja, let's go. Ein Sapasch. Damit sollten sie im Spiel bleiben. Get me the fuck out. Oh, aber nicht mehr. Alles abbauen. Wow. 550. Bring den Game Crash. Oh, einser Pasch. Würfeln Sie und sehen wir, was die Ziele. Einser Pasch, bitte. Einser Pasch, einser Pasch. Sollten bauen.
Bring den verfickten Game Crash, du Hurensohn-Spiel. Nicht zu gebrauchen bist du, Bastard-Spiel. Und jetzt einmal auf Rot, Mert. Einmal auf Rot. Nur einmal. Wichtig, Meta. Wichtig. Ja, mir geht's gar nicht gut. Das ist so krank. Auch einen dicken Einser-Pasch, Mann. Einser-Pasch. Ja, ich brauche einen verfickten Game Crash. Boah, okay, ich brauche jetzt mehr hier. Er ist eins vor mir, er muss hochwürfeln. Oder wie so hoch auch, er kann. Man auf Rot, ja. So hoch. Warum crasht das Spiel jetzt nicht? So hoch. Ist gut, ist okay, ist okay. Er steht davor. Warum spielt das. Warum läuft das Game jetzt? 9 ist der Knast, ist auch gut. Guck mal, was der für ein Glück hat. Das ist so gestört. Ja, heftig. Und jetzt auf Rot. Schnell. Ganz schnell, ganz schnell. Oh, oh mein Gott. Ja, let's go. GG's. Oh, 30 Subs. Wow. Das ist ja ein Sub. Mehr das los, sehr frei. Oh, GG's, Jungs. Gute Runde. Na ja, lass los. Sie haben getan, was getan werden musste. Bruder, ich könnte dir nicht mehr das Geld geben, wenn ich wollte, Bro. Ich hab 90, Bro. Ich könnte dir das nicht mehr das Geld geben. Das Ding ist so over. Ey. Bist du rausgeflogen? Ey, ich bin rausgegangen aus dem Spiel. Mein Spiel ist gecrashed. Ah, gültig, sag ich. Game Crash gültig. Boah. Ja. Ja. Bastard. Danny, du Bastard. Was willst du um 30 Subs spielen, Alter? Ja, jetzt bin ich mal. Das ist noch mehr Plus. Screenshot machen, Alter, ja. Wichtig. Mehr noch mitgenommen ins Loch. Boah. Ja, lösch das nicht. Chill mal kurz. Lass mal eine Runde noch spielen. Nein, ich bin sofort raus. Eine Runde, Bruder, bitte. Ich habe auch meine Mutter geschworen. Ich bin raus. Bruder, du bist gerade Dings. Jungs, sag Pöbe, ist doch klar. Jungs, ich zieh durch, Jungs, haut rein. Ich bin ungebrochen, kann ich mehr.